Ja. Ja, es geht los. Moment. Liebe Freunde und Freundinnen, ich grüße ganz herzlich aus Israel. Heute der Schlusstag, 7. Oktober 2023. Gerlin und ich sind in Hochform im Feuer. Heute war der Abschluss des achten Tages von Sukkot, das Schmini Atzeret-Fest. Ich war heute wieder sehr, sehr dankbar in meiner Chabad-Gemeinde. Wann immer Sie Informationen haben wollen, ich schicke Ihnen alles. Ich habe schon mit Gerlind Meschulemet, meiner fantastischen Interviewpartnerin und Studentin, gesprochen. Es waren so tiefe spirituelle Stunden heute in der Gemeinschaft. Hier in Kirjat Schmuel bei Haifa, auch in anderen Städten gibt es natürlich. Ich bin so erfüllt von diesem Geist der Versöhnung und der Hinwendung zu Gott. Ich kann Ihnen Stunden erzählen. Vielleicht machen wir mal einen eigenen Abend, Gerlin und ich, die Lehre des Hasidismus, die Weisheit der hasidischen Lehre. Es ist einfach so fantastisch. Und darum möchte ich sofort mit Gerlin in unser Thema heute stürzen. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema uns ausgesucht. Und zwar, ich stecke ja mit Gerlin in einem Zyklus, der da heißt Heilungsgeschichten im Leben Jesu. Und ich habe Gerlin mir schon damit vorgeschlagen letzte Woche, ob wir nicht mal in das AT, in die Tora schauen könnten, um dort Heilungsgeschichten zu sehen. Da gibt es ja jede Menge. Nicht nur im Jesu-Leben. Und Gerlin fand das gut, dass wir auch auf das AT schauen. Ich habe sechs spannende Geschichten gefunden. Ich werde noch mit Gerlin mir schon damit sprechen, ob wir die in einem Stück machen oder ob wir die abwechseln mit NT-Geschichten Jesu. Aber ich möchte, dass in jedem Fall die AT-Geschichten verstanden werden. Und da muss man natürlich das hebräische Denken verstehen und die jüdische Umwelt kennenlernen. Und für heute habe ich mit Gerlin vereinbart, 2. Könige 5. Du nimmst die Übersetzung, wie du willst. Ich habe hier Martin Huber natürlich vorbereitet und das hebräische Original. Eine Geschichte, die sehr spannend ist. Vielleicht kennen Sie der eine oder der andere. Und da geht es um einen assyrischen Feldherrn, einen aramäischen Feldherrn, pardon, einen aramäischer Feldherrn, der von Aussatz, unser Thema der letzten Wochen, befallen ist. Ich will ganz kurz nochmal rekapitulieren, wie schon einige Male zuvor, was Aussatz bedeutet. Zaraat heißt es im Hebräischen. Zaraat, ich will es gerade buchstabieren. Zeppelin, Anton, Richard, Anton, Anton, Theodor. Zeppelin, Anton, Richard, Anton, Anton, Theodor. Das Wort hat eine ganz besondere Konnotation. Sie wissen ja, im Neuen Testament, in den Evangelien kommt das ja, ich möchte schon sagen, dutzendweise vor. Jesus hat immer wieder, Rabbi Joshua, immer wieder Aussätzige vor sich, die sich vergangen haben an Gott und die zum Tempel geschickt werden, damit sie von Gott ihre Reinheit überprüfen lassen. Das Thema kommt leider sehr häufig vor. Nicht nur in den Evangelien, auch in der Tora Israels, die ja die Grundlage ist für Jesu Wirken. Und das hebräische Wort Zarat hat eine besondere Konnotation. Da geht es nicht einfach nur um ausgesetzt sein, sondern Zar ist Beengung. Beengung, Enge, Verschlossenheit, Beengung, Enge, Verschlossenheit. Und Ra, Zara, das ist Zara, und Ra ist das Böse. Das Wort setzt sich zusammen aus zwei Worten, wie gesagt. Zar ist Beengung und Ra ist das Böse. Das heißt, du bist im Zustand einer Beengung, eines Gefangenseins, weil das Böse in dir die Oberhand gewinnt. Das heißt, das hebräische Denken, damit Sie das Thema verstehen, dass wir noch wochenlang behandelt werden, Gerlin und ich. Zarat bedeutet der Mensch, der in einem psychosomatischen Kontext steckt, wonach das Offene in ihm fehlt. Er ist in sich gefangen und kommt aus dieser Gefangenheit nicht heraus. Dieses Gefangensein in sich lässt ihn mit dem Bösen in Verbindung treten. Und das Böse sucht ja eine Abgeschlossenheit von der Welt. Das heißt, wenn du nicht offen bist für die Welt, sagt die Bibel, wenn du nicht offen bist für Gott in dessen großen Aktionsradius auf Erden, dann bist du in dir verschlossen. Und wenn du in dir verschlossen bist, entstehen Verbindungen mit dem negativen Denken und mit negativer Kraft in dir. Und das ist die Idee von Zarat. Das entspricht, habe ich vorhin Gerlin gesagt, dem hebräischen Ausdruck, den Sie ja wahrscheinlich kennen aus meinen Seminaren, liebe Freunde und Freundinnen in YouTube, nämlich das Wort Mizraim. Das hebräische Wort für Ägypten heißt Mizraim. Martha, Anton, Zeppelin, Richard, Anton, Joachim, Ida, Martha. Auch Mizraim ist nicht einfach das ägyptische Wort für Ägypten, sondern bedeutet in der Enge, in der Enge, in der Bedrängnis gefangen sein. Sie wissen, es gibt die Krankheit, die psychosomatische Krankheit, wie heißt sie? Angina pectoris. Angina pectoris, das ist ja die Enge im Brustkorb, die ja sehr gefährlich sein kann, wenn ein Kardiologe nicht untersucht, weshalb sie solche Beklemmungen haben im Herzbereich. Und Angina kommt von Angustia und auch das deutsche Wort Angst kommt von Angustia, lateinisch die Enge. Das heißt, wann immer Sie, liebe Freunde und Freundinnen, des jüdisch-christlichen Gesprächs mit Gerlind und mit mir, wenn immer Sie Enge spüren, ist es ein Warnzeichen, Warnhinweis, Warnzeichen, du musst etwas ändern.
bis zu sehr schweren Beklemmungen, die zu Atemnot und Herzstillstand führen können. Das heißt, dieses Wort Mizraim, Ägypten, bedeutet im Zustand einer Beengung sein. Beengung bedeutet, mein Weltbild ist zu klein. Meine Beziehungskonstellationen mit meinen Mitmenschen sind viel zu eng bemessen. Das ist die Antidote zur Weite. Die Bibel spricht immer wieder davon, damit wir das wirklich nochmal aussprechen. Die Bibel spricht davon, wenn du in der Weite Gottes bist, in der inneren Weite und dementsprechend auch Weite suchst im Äußeren, bist du gesund. Bist du gesund, ohne ins Detail zu gehen der verschiedenen Erkrankungen. Aber die Bibel sagt eindeutig, nicht nur bei Aussatz, auch bei anderen Krankheiten. Wir werden ja noch andere Krankheiten und Heilungen besprechen, die ich für gerne gefunden habe in der Welt der Bibel, sowohl NT als auch Tora. Zustand von Enge bedeutet, ich schotte mich ab, ich verlasse mich mehr auf mein Ego als auf Gott. Noch einmal, ich schotte mich ab von der Welt, ich schotte mich ab von der Weisheit der Bibel und ich vertraue meinem Ego mehr als Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen ein schönes Wortspiel aus dem Amerikanischen bringen. Ich kenne ja viele amerikanische Freunde, sehr viele spirituelle Freunde in Amerika, auch Chabad-Menschen, die Mystik, der ich mich ja hier anschließe. Und die haben ein schönes Wortspiel kreiert aus dem Wort Gott und aus dem Wort Ego. Das vergesse ich nie. Das Wort Ego lässt sich als Akronym schreiben, Emil Gustav Otto. Und das kann man sich leicht merken. Wenn du im Ego bist, machst du Edging God out. Können Sie sich notieren. Wer will, kriegt das von mir schriftlich. Edging God out. To edge out heißt für Englisch kann ausgrenzen. Das schreibt sich E-D-G-I-N-G. Emil Dora Gustav Ida Nathan Gustav. To edge out heißt auf Englisch ausgrenzen. Und da gibt es ein Akronym für das Ego, das berühmte Ego. Edging God out. Jeder Akronym bedeutet, jeder Buchstabe steht für ein Wort. E-G-O. Edging God out. Und das Gegenstück God heißt Good Orderly Direction. Das ist auch ein Akronym. Gerne, das ist auch für dich neu. God, das englische Wort God, Ja. fasst diese spirituellen Freunde in Amerika auf als Good Orderly Direction. Das heißt, wenn du Gott anhaftest, bist du in einem geordneten und, wie ich sagen möchte, weitläufigen, weitmaschigen Lebenskontext. Gehst du in dein Ego, grenzt du Gott aus. Wenn du Gott mit seiner Weite an Deutungen des Lebens ausgrenzt, steckst du im Ego. Was nicht bedeutet, dass Ego schlecht ist. Natürlich haben wir ein gesundes Ego, aber wir leben in einer Zeit, ohne Beispiele zu nennen, das Ego ja, wie sagte mein Vater immer so schön, fröhliche Urstände feiert. Das war so ein schöner deutscher Ausdruck meines Vaters. Das Ego ist ja oft grenzenlos. Und davor warnt uns die Bibel auch bei unserem heutigen Freund Naaman, dem aramäischen Feldherrn. Wenn du in deinem Ego gefangen bist und die Welt so zurechtstellst, wie du sie haben möchtest, so, wie du sie haben möchtest, dann wirst du Schwierigkeiten bekommen, dann wird man auch krank. Und Krankheit ist aus der Sicht der Bibel und auch aus der Sicht von Rüdiger Dahlke, den ich Ihnen ja schon oft genannt habe, immer Maladjustment to life, also eine Fehlanpassung an das Leben, wie Gott es geschaffen hat. Und wie immer wieder aufs Neue schafft. Und wir werden bei unserem Mann Naaman, dem aramäischen Feldherrn, sehen, das Konzept von Zarat bedeutet, du bist nicht mit Gott in Verbindung. Du bist in deinem Ego und das bedeutet Edging God out. Du siehst nur dich. Du siehst nur dich und deine Pläne und deine Ziele. Und das ist die Antidote zu God, Good Orderly Direction. Und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, im Zuge unserer Arbeiten, Gernit und mich ernst zu nehmen, und auch die Bibel natürlich, wenn Sie merken, da etwas geht in Ihrem Leben nicht in Ordnung. Es gibt ja auch, habe ich vorhin Gerlin gesagt, spirituellen Aussatz, nicht nur den klassischen, der nichts mit Lepra zu tun hat. Darauf haben wir ja schon Wert gelegt, Frau Segel und ich. Der Aussatz der Bibel ist ein rein spiritueller, ein psychosomatischer, der nicht ansteckend ist und der kommt, wenn eine bestimmte innere Haltung des Gefangenseins mich nicht befreit, hinauszugehen in etwas anderes. Da hatten wir ja schon Geschichten mit der verkrüppelten Frau, sprich der verkrüppelten Frau und die Frau. Und der Mann, der einen Wasserkopf hat, es gibt ja verschiedene Geschichten, die in der Bibel vorkommen, die wir schon angeschaut haben und die noch anschauen werden. Menschen in einem Krankheitskontext sind nicht in Verbindung mit Gott und dementsprechend können sie auch nicht den Nächsten sehen. Das heißt, das Doppelgebot der Liebe aus Deuteronomium 6,4, liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzer Hingabe, kann nicht gewürdigt werden und auch liebe deinen Nächsten. Er ist wie du, kann nicht wahrgenommen werden, was Jesus ja immer betont. Das Gebot der Doppelliebe wird bei solchen Menschen nicht beachtet, weil sie gefangen sind. Solche Menschen sind gefangen und kommen nicht daraus. Das unbedingt wollte ich sagen zu Zarat, das uns erklärt, was dieser Aussatz bedeutet. Und es bedeutet, wie gesagt, ein Zustand,
des inneren Bedrängtseins, der sich dann somatisch zeigt durch in der Zeit der Bibel Verstellungen, Entstellungen der Haut, die aber nicht auf infektiöser Basis entstehen, sondern als Ausdruck einer inneren Störung, die sich äußerlich sichtbar macht, weil die Kommunikation mit dem Leben gestört ist. Und wenn die Bibel sagt, und Rüdiger Dahlke, mein großer anzusprechender gläubiger Mann, wenn deine innere Beziehung zu Gott und zum Leben gestört ist, manifestiert sie sich auf der äußeren Ebene, weil das Äußere das Innere spiegelt. Und dementsprechend, das werden wir heute sehen, an unserer Geschichte bedarf der Aussätzige, weil er merkt, die Menschen ekeln sich einfach vor ihm. Er ist nicht ansteckend. Du kannst einen Aussätzigen an der Haut streicheln, du kriegst keine Corona-Infektion, überhaupt nicht. Aber die Bibel sagt, derjenige muss ausgesondert werden. Daher auch das Wort Quarantäne, in Quarantäne von Französisch Quarante. Damals war es üblich in der französischen Gesellschaft, den Menschen 40 Tage auszusetzen. Quarantäne ist die 40-phasige, die 40-tägige. Und in der Bibel war es üblich, den Menschen zwischen 7 und 14 Tagen auszusetzen. Damit er durch diese Aussonderung spürt, ich muss zu Gott zurückkommen. Ich muss zu Gott und zu dem Urthema meines Lebens zurückkommen und meinen Kasten, diesen Käfig verlassen. Und siehe da, in der Bibel wurde festgestellt durch den Priester, wenn der Aussatz wich, sprich die entsetzlichen Beulen und Fleischverfallerscheinungen zurückwichen, konntest du wieder nach dem Segen des Priesters und nach einem Opfer, das dargebracht werden musste, in die Gesellschaft zurückkommen. Und heute haben wir wieder eine Geschichte mit einem Aussätzigen, die hervorragend ist. Diesmal haben wir eine Berührung zwischen einem Juden und einem Nichtjuden. Hat ja Jesus auch gelegentlich. Denken Sie an den Hauptmann von Kapernaum und die Syrophönizierin. In der Bibel ist das selten. Und darum ist diese Geschichte der Heilung eines Heiden durch einen Juden so faszinierend. Janine, du liest es uns vor, 2. Könige 5. Das liest sich Ja. relativ schnell. Dann deuten wir es. Ja, ich habe heute die Buber-Rosenzweig-Übersetzung. Sehr gut. Und Naaman, der Heeresoberste des Königs von Aram, war ein großer Mann im Antlitz seines Herrn, gehobenen Antlitzes, denn durch ihn hatte er Aram eine Sieghilfe gegeben. Und der Mann, heldentüchtig war er, wurde aussätzig. Als einst Aramäer in Streifrotten ausgefahren waren, hatten sie ein kleines Mädchen vom Land Israel gefangen, die war vor dem Antlitz des Weibes Naamans. Sie sprach zu ihrer Gebieterin: Ach, dass doch mein Herr vom Antlitz des Künders, des in Samaria wäre, alsdann würde der in seinem Aussatz entraffen. Er kam und meldete es seinem Herrn. Sprechend solcherlei und solcherlei hat das Mädchen, das aus dem Land Israel, geredet. Der König von Aram sprach: Geh, komm hin, ich schicke einen Brief an den König von Israel. Er machte sich auf den Gang, nahm in seine Hand 10 Barren Silbers, 6.000 Goldgewicht und 10 Wechselgewänder und kam zum König von Israel mit einem Brief, der sprach: Jetzt also, sobald dieser Brief zu dir kommt, da schicke ich nun zu dir meinen Diener Naaman, dass du ihn seinem Aussatz entraffest. Es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, er riss seine Gewänder ein und sprach: Bin ich ein Gott, dass ich töten und beleben könnte? Denn der schickt ja zu mir einen Mann, seinem Aussatz zu entraffen. Er kennt ja denn und er seht doch ja, nur, ja, denn Händel sucht er mit mir. Es geschah aber, dass Elisha, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Gewänder eingerissen hatte. Er schickte an den König zu sprechen: Warum hast du deine Gewänder eingerissen? Er komme doch zu mir und erkenne, ja, noch west ein Künder in Israel. Naaman kam mit seinen Rossen, mit seinem Wagen, er blieb an Elishas Hauseinlass stehen. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus mit dem Spruch: Geh, bade 7-mal im Jordan, dann kehrt dein Fleisch dir wieder, du wirst rein. Naaman ergrimmte. Er ging fort und sprach: Nun hatte ich bei mir gesprochen, zu mir heraus, heraus wird er schreiten, hinstehen, ihn, seinen Gott, mit Namen berufen, seine Hand nach der Stelle schwingen, des Aussätzigen hinwegraffen. Sind nicht Amana und Papa die Ströme von Damaskus
besser als alle Gewässer von Israel, kann ich nicht in ihnen baden, dass ich rein werde. Er wandte sich, ging in Zornglut von dannen. Aber seine Diener traten heran und redeten zu ihm. Sie sprachen: Hätte wohl etwas Großes der Künder dir aufgeredet, würdest du es nicht tun? Wie gar, da er zu dir spricht: Bade und werde rein. Da stieg er hinab, er tauchte siebenmal in den Jordan nach der Rede des Manns Gottes, und sein Fleisch kehrte wieder dem Fleisch eines kleinen Knaben gleich. Er wurde rein. Da kehrte er zu dem Mann Gottes zurück. Er und all sein Tross kam, stand vor seinem Antlitz und sprach: Nun erkenne ich doch, dass in allem Erdland kein Gott ist als nur in Israel. Jetzt aber nimm doch eine Segensspende von deinem Diener an. Er sprach: So wahr er lebt, vor dessen Antlitz ich bestellt bin, nehme ich etwas an? Wie er auch in ihn drang, es anzunehmen, er weigerte sich. Naaman sprach: Wo nicht, möge da, doch deinem Diener ein Maultiergespanns last Ackerschollen mitgegeben werden, denn dein Diener wird nicht anderen Göttern mehr Darhöhung und Schlachtung tun als nur ihm. Dies freilich möge er deinem Diener verzeihen, wann mein Herr in das Rimmonhaus kommt, sich dort niederzuwerfen, und er stützt sich auf meine Hand, werfe ich mich dann im Rimmonhaus nieder, wann er sich im Rimmonhaus niederwirft, möge er dies deinem Diener verzeihen. Er sprach zu ihm: Geh in Frieden. Als er von ihm eine Meile Landes gegangen war, sprach Gehasi, der Knabe Elishas, des Manns Gottes, zu sich: Nun hat mein Herr diesem Aramäer Naaman geschont, statt von seiner Hand anzunehmen, womit er gekommen war. So wahr er lebt, ja, denn ich laufe ihm nach und nehme ihm irgendwas ab. Gehasi jagte Naaman nach. Als Naaman sah, dass ihm einer nachlief, beugte er sich vom Wagen herab ihm entgegen und sprach: In Frieden? Er sprach: In Frieden. Mich schickt mein Herr zu sprechen. Da sind nun eben jetzt zu mir zwei Knaben vom Gebirg Ephraim gekommen, von den Jungkündern. Gib ihnen doch einen Barren Silbers und zwei Wechselgewänder. Naaman sprach: Beliebe, nimm einen Doppelbarren. Er drängte ihn, verschnürte einen Doppelbarren Silbers in zwei Börsen, dazu zwei Wechselgewänder, und gab es zweien seiner Knaben, die trugen's vor jenem her. Als er an die Böschung kam, nahm er es aus ihrer Hand und er brachte es im Hause unter, nachdem er die Männer weggeschickt hatte und sie gegangen waren. Wie er dann kam und wieder bei seinem Herrn sprach Elisha zu ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Diener ist nicht hierhin gegangen. Er sprach zu ihm: War mein Herz nicht mitgegangen, als der Mann von seinen Wagen sich herumdrehte dir entgegen? Ist's die Stunde, das Silber zu nehmen, Gewänder zu nehmen, Ölbäume, Weingärte, Gärten, Schafe, Rinder, Dienstknechte, Mägde? An dir und deinem Samen haftet jederzeit Naamans Aussatz. Er schritt hinaus von seinem Antlitz, aussatzweiß wie Schnee. Dankeschön, Gerlind, eine verrückte Geschichte. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, Gerlind, dass hier eigentlich ein Paradox vorliegt? Ich möchte das für uns, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, deutlich aussprechen. Ein Mann aus Aramäerflur, das war damals ein Feind, wir sind im Jahre 900 vor, es ist der Zeitpunkt Elisha, circa 900 vor, Elisha ist der Nachfolger von Elia, nicht verwechseln. Elisha ist nicht Elia, Elisha ist der Nachfolger von Elia. Elisha bedeutet Gott, Gott erlöst mich. Das ist ein ähnlicher Name wie bei Jesus übrigens. Hören Sie sich mal Jesus auf Hebräisch an. Jehoshua Elisha. Beide implizieren, Gott ist mein Erlöser. Kannst du gerne notieren und die anderen gerne. Elisha hat eine namensspezifische Ähnlichkeit mit Jehoshua. Gott ist mein Erlöser. Gott greift ein als Erlöser. Das war kein Spezifikum für Jesus, einen solchen theophoren Namen zu haben. Es gab auch andere große Männer, zum Beispiel Elisha, ein ganz großer Prophet, nach Elia, der in den Himmel auffuhr mit dem Pferderussen. Wozu Elisha ist sein Nachfolger leistet, Großartiges in Israel. Ihm sind etwa 13 Kapitel gewidmet im zweiten Buch der Könige, das wir anschauen. Und hier passiert eine Geschichte, die wirklich einzigartig ist. Ein
ein aramäischer Feldherr, und die Aramäer waren damals Gegner Israels, eklatant, wird ja beschrieben in den ersten 12, 13 Kapiteln. Aramäer waren ein feindliches Volk, das ist heute im Bereich Irak, Iran, Assyrien, Israel gegenüber feindlich eingestellt, so wie Edom und Moab und Ammon. Und es gab eben Feldzüge. Und im Satz 2 wird es ja schon beschrieben, in Satz 2 wird es ja schon beschrieben, Aram streiften durch das Land Israel. Israel bedeutet damals das Nordreich. Es gab damals ein Nordreich und ein Südreich. Und nahmen ein kleines Mädchen, das heißt eine noch unerfahrene junge Frau, ein junges Mädchen heißt es im Hebräischen, und die diente vor der Frau des Naaman. Das heißt, das gesamte Geschehen ist eingebunden in einem Kontext von Krieg natürlich. Es ist ein Kriegszustand. Und die Folge, und jetzt passiert etwas Interessantes, die Folge dieses Kriegszustandes, aus dem ja Naaman, ein Heide, wir werden gleich den Namen deuten, in eine Not gerät, bewirkt durch die Verzahnung der Gefangennahme eines israelitischen Mädchens eine Heilung. Das ist eine ganz verrückte Konstellation. Dieser Mann, wie in Vers 1 beschrieben steht, hat interessanterweise einen jüdischen Namen. Da fängt schon das Kuriose an. Die Geschichte ist voller Kuriositäten. Der Mann Naaman hat einen jüdischen Namen. Naaman ist das Pendant zu Nomi. Gerne, erinnerst du dich, was Naaman bedeutet? Erinnerst du dich, haben wir das mal besprochen? Nee, weiß ich jetzt Erkläre ich nicht. dir, erkläre ich dir. Das ist eine völlige Kuriosität, das ist ein typisch jüdischer Name. Naaman ist der Gottgefällige, der Liebliche, der Feinfühlige. Und natürlich kann man sich tausendmal die Frage stellen, wieso kriegt ein assyrischer Feldherr einen jüdischen Namen? Wieso kriegt Entschuldigung, ein aramäischer Feldherr einen jüdischen Namen, der jüdischer nicht klingen könnte? Naaman ist die männliche Variante zu Nomi. Nomi kennen Sie ja. Nomi ist ja die Schwiegermutter der Rut und die hat einen typischen Namen. Gott ist mir lieblich und beziehungsweise ich bin lieblich zu Gott. Ein klassischer jüdischer Name. Aus der Wurzel Naam, nun ein Mem, und bedeutet lieblich, angenehm, wohlgefällig. Und dieser Mann, der ein heidnischer Repräsentant ist, in diesem großen Land der Aramäer, bekommt einen jüdischen Namen und tritt mit diesem Namen auf. Man kann sich fragen, was hat das auf sich? Natürlich hat er den Namen nicht per Geburt bekommen. Ein aramäischer Mensch bekommt nicht den Namen eines feindlichen Lagers. Es kann sein, dass er das durch die Reinigungserfahrung, durch diese Konversionserfahrung, wenn ich sie in Samarien mit Elisha sich zugeeignet hat. Es kann sein, dass der Name geändert wurde, dass der Bibelverfasser ihm diesen Namen geben wollte, weil er nunmehr lieblich geworden ist, weil er nunmehr angenehm für Gott geworden ist. Durch die Taufe, nicht Taufe, durch die Taufe, das Tauchbad im Jordan. Und dadurch sich ja für Gott öffnet und ein liebenswürdiger, liebevoller Mensch geworden ist. Die Bibel lässt es offen, weil sie will uns ja anregen, Gerlind, nachzudenken, warum kriegt er diesen jüdischen Namen, einen urjüdischen Namen, einen perfekten jüdischen Namen, den du auch in jüdischen Kreisen hast. So, da der Bibel kommt ja nicht noch einmal vor, aber in nachbiblischen Zeiten ist er sehr gängig. Ein gängiger Name, der auch im Mittelalter benannt wurde. Und dieser Naaman ist ein erklärter Feind Israels, streift im Lande Israel laut Vers 2, nimmt ein jüdisches, unbekanntes Mädchen gefangen, die wird die Bedienstete, die Kammerzofe seiner Gattin, als ranghoher Mann in der damaligen Gesellschaft in Aramäerland. Und über diese Frau entsteht die Heilung. Das ist das Verrückte an der Situation. Aramäerland steht im Kampf. Aramäerland steht im Kampf mit Israel, mit dem Nordreich. Sie nehmen ein Mädchen gefangen. Es wird nicht näher beschrieben. Es sind lauter Fügungen. Und dieses Mädchen findet Gunst in den Augen der Gattin des Naaman, der ein wichtiger Mann ist. Er leidet diesen Aussatz. Wir werden gleich sehen, was dazu führt. Und das Mädchen sagt der Gattin dieses Naaman dazu, da gibt es einen Propheten, einen Künder, sagt Huber, just in dem Land, das du ja zu Tode treten wolltest, geh doch dorthin, demüte dich vor ihm, hole seinen Rat ein, der hat Erfahrung mit Aussatz. So wie Jesus ja auch, das haben wir auch besprochen. Joshua hat ja auch immer wieder das Thema, dass Menschen von ihm hören, er ist ein Heiler, und da kommen Menschen aus den verrücktesten Gegenden Israels, Syrophönizierin und der Hauptmann von Gefangenen etc., und bitten ihn, flehen ihn an, heile mich doch, denn ich komme mit der Krankheit weiter. Und ich möchte sagen, dass diese Geschichte, Gerlind, mit Sicherheit die Autoren der Evangelien impulsiert hat, angesprochen hat, angespornt hat, ihre Geschichten zu schreiben. Denn wir wissen ja nicht, was Jesus wirklich geheilt hat. Dass er ein großer Heiler war, steht für mich außer Frage. Aber die Spezifika kennen wir ja gar nicht. Und ich habe mir heute in der Synagoge weitere Gedanken gemacht.
Ich bin fest davon überzeugt, dass diese große Geschichte der Heilung des Hauptmanns von Kapernaum, das kennen Sie ja alle, die große Geschichte wird in allen drei Synoptikern besprochen, in Matthäus, Lukas und Markus, die Heilung eines heidnischen Feldmarschalls ist ja sehr selten, ist ja eine sehr ungewöhnliche Geschichte, dass der Hauptmann von Kapernaum Jesus sagt, hör zu, ich habe einen Angestellten und der leidet sehr, sehr stark an einer Krankheit, sprich nur ein Wort und seine Seele wird gesund. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Grundlage dieser Heilung des Hauptmanns von Skafano beziehungsweise seines Angestellten hier ihren Ursprung hat. Denn hier haben wir es auch mit einem Hauptmann zu tun. Bei Jesus in den Evangelien ist es der Hauptmann von Kapernaum und hier ist es der Hauptmann von Aramäerflur oder der Hauptmann von Damaskus. Das ist meine ganz starke Vermutung. Der Hauptmann von Aramäer, der Hauptmann von Damaskus und der Hauptmann von Kapernaum sind miteinander verbunden. Es war sehr selten, dass ein heidnischer Mensch so deutlich zu Gott kommt. Ich vermute, dass die Evangelisten das gerne einweben wollten, um zu zeigen, dass Jesus, Josua, Elisha und Elia das Wasser reichen kann. Denn Elia hatte auch Begegnung mit Feinden, zwar keine Heilung eines Feinden, aber er hatte immer wieder Begegnung mit den Feinden Israels. Elisha geht noch weiter und heilt justament diesen Feldherrn, der zu ihm kommt, weil er nicht mehr allein weiterkommt. Er kommt nicht weiter. Und in Vers 1 wird hier deutlich beschrieben, Naaman war ein großer Mann, er war angesehen, er stand vor Gott, denn Gott hat ihm, Teshua Leram, Gott hat ihm die Erlösung, den Kampf, den Sieg geschenkt, er hat ihm einen Sieg geschenkt über Israel. Das heißt, Gott hat durchaus bewirkt, Gott nimmt Aramäerland als Zuchtrute, um uns zu züchtigen, um uns zu demütigen, das alte Thema in der Bibel. Wenn wir auf Gott nicht gehorchen, werden unsere Feinde stärker, siegen unsere Feinde über uns. Und wir erleiden eine Niederlage, um zu Gott zurückzufinden. Dieser Mann wird dargestellt als ein großer Feldherr. Achten Sie auf Vers 1, gerne in das vorgelesen. Er ist angesehen, aber auch überheblich. Im Hebräischen, das ich vor mir habe, steht da, er ist Nesufanim, das heißt, er ist überheblich. Ihm steigt der Sieg zu Kopf, den Gott ihm gegeben hat, aber in Satz 1 wird schon die Spannung ausgedrückt. Gott gibt ihm den Sieg, aber anstatt Gott zu verherrlichen, verherrlicht er sich selbst. Das ist eine spannende Konstellation, Gerrit. Der Sieg wird dem Mann in die Hände gegeben, anstatt Gott zu verherrlichen, der ja ihm den Sieg gibt, verherrlicht er sich. Und es wird ja in überschwänglicher, üppiger Fülle beschrieben, dass er ein angesehener Mann war und groß und heldenhaft und brillierend und kämpferisch. Aber am Ende steht nur ein kleiner Satz, der sofort mir als Fachmann für Tiefenpsychologie sagt, wo das Problem ist. Er macht sich zu Gott. Und macht Gott zu einem Abbild seiner Kleinheit. Gott ist klein und er ist groß. Und wenn am Ende steht, er war nach all dieser langen Liste der Attribute, die ihm in Vers 1 zugeordnet werden, er war Metzora, er war dieser An, Metzora haben wir ja gedeutet mit Enge und Bos, er war ein eng boshafter Mann, beengt boshafter Mann, beengt bös befallener Mann, beengt bös befallener Mann, das ist ja das Wort, das wir vorhin gedeutet haben. Das sagt alles. Das heißt, die Bibel will sagen, der Rausch, einen Sieg errungen zu haben gegen Israel, das Nordreich damals, in dem Elisha als Priester, wie Buber sagt, priesterte. Buber benutzt gerne den Ausdruck Priestern. Das ist ein schöner Ausdruck. Elisha priesterte vor Gott. Das ist ein schöner Ausdruck, der es in der Bibel wiedergab. Und zeigt uns sofort, was nützt mir der schönste Sieg, wenn ich nicht mit Gott, der ihn mir schenkte, in Verbindung stehe. Das ist sein Leiden. Er macht sich groß, was er vorhin hatte. Er can go out. Und er kann mit Gott nicht in Verbindung stehen. Und Gott quittiert das immer und sagt, du bist nicht mehr gesellschaftsfähig. Du musst aus der Gesellschaft genommen werden, damit du neu mit Gott in Beziehung trittst. Und darum muss er auch zu dem Mann Gottes gehen, um die Demut vor Gott zu lernen. Eine völlig verrückte Geschichte und dennoch so berührend. Und ich halte sie durchaus für authentisch. Denn die Verfasser des Ersten Testaments im Gegensatz zu den Evangelisten haben akribisch über Generationen ihre Vorkommnisse, ihre religiösen Vorkommnisse konserviert. Das heißt, da muss wirklich etwas Besonderes vorgefallen sein, sonst hätten sie das nicht in dieser epischen Breite dargestellt. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn etwas so deutlich beschrieben wird, nicht als Marginalie, jemand war krank und wird geheilt, geht zur Tagesordnung über, sondern ein ganzes Kapitel bekommt, gehe ich davon aus, dass es sich zugetragen hat. Und noch dazu mit dieser Verquickung, mit dieser Verquickung, ein junges Mädchen ist gefangen, ist Bedienstete der Gattin und sagt ihm,
dazu, da gibt es einen Propheten, einen Künder in Samarien, das ist ja das Nordreich. Und jetzt kommt auch etwas Interessantes. Dieses Wort verheilen aus dem Aussatz, weißt du, wie das im Hebräischen notiert wird? Nein. Darüber habe ich heute intensiv in der Synagoge nachgedacht. Ich lese mal kurz auf Hebräisch vor, damit Sie mal etwas Hebräisches hören. Vers 3. Vatomer el Gvirta, achalei Adoni lifnei Hanavi, asher beshomron, az ye esof oto mitzarato. Az ye esof oto mitzarato. Das ist ein ganz besonderer Ausdruck für geheilt werden. Das ist nicht einfach geheilt, behandelt im Sinn von, der Künder legt seine Hand auf dich und dann bist du auf einmal gesund. Und er spricht für dich bei Gott ein. Dieses war ye esof, dazu muss man Hebräisch können, heißt, er wird den Aussatz zurücksammeln zu Gott und dadurch wird der Mensch auch neu einversammelt werden in die Gemeinschaft der Demütigen von Gott. Das Wort ye esof heißt einsammeln, zurückholen. Das heißt, es ist ein Zurückholen eines überheblichen Mannes. Das deutsche Wort überheblich sagt ja auch, du bist über dich hinausgehoben. Du bist nicht mehr bodenständig, du bist abgehoben, sagt man im Deutschen. Du bist überhoben, du hast dich überhoben. Gibt es ja auch im körperlichen Bereich. Gelinde, der Mann hat sich überhoben, wurde dadurch überheblich und hat die Verbindung zu Gott, der ihm den Sieg errang, wie es ja in der Bibel steht, nicht mehr behalten. Und dann entsteht dieser Aussatz, diese Abtrennung von Gott, immer die Abgetrenntheit von Gott, deinerseits, nicht Gottseits, bewirkt diese Krankheit und sagt, und die Bibel sagt, geheilt werden heißt, Gott bringt dich zurück dorthin, wo du hingehörst, nämlich die Angebundenheit und die Verbundenheit mit Gott. Das sehen Sie, ich sage Ihnen das wirklich, weil es so spannend ist, so lehrreich ist, das Hebräische zu können. Denn aus dem Hebräischen ist es entstanden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Vermittler der Bibel diese tiefe Spiritualität der hebräischen Worte kannten und vermitteln konnten. Das heißt, über diese Terminologie, die ich ja beherrschen habe als Fachmann, erlerne ich schon die gesamte Theologie des Judentums, über die Terminologie, über die Philologie der hebräischen Sprache lerne ich so viel, das weißt du ja seit 20 Jahren. Jedes Wort ist ja eine theologische Offenbarung. Jedes Wort im Hebräischen vermittelt dir schon die Lehre Gottes, weil die Worte ja von Gott kommen und die Worte heilige Buchstaben inhalten. Und wenn hier steht, hier ist sofort, du heißt es, er wird ihn zurückführen in eine Gemeinschaft mit Gott, aus der herausgefallen ist durch seine Überhobenheit. Er hat sich überhoben und er muss wieder zurückgeführt werden. Gott möchte es tun, sonst hätte er dieser kleinen Frau, eine jüdische Frau, nicht den Mund geöffnet, die der Gattin des Aussätzigen sagt, nachdem sie ja sieht, wie der Mann leidet und wie die Gattin natürlich auch leidet, Mensch, da gibt es einen Mann in Samarien, zu dem muss er gehen. Und jetzt kommt natürlich schon der erste Teil der Heilung. Er muss sich erniedrigen, indem er in das Samariterland geht, Samariter oder Samarienland, weil er dort die Demut lernen muss. Allein der Gang dorthin ist schon ein Teil des Heilungspaketes. Denn der Künder wird nicht zu ihm kommen. Er muss zum Künder, sprich zum Propheten gehen. Und dann noch der andere Aspekt, wie peinlich das ist, Gerlind. Eine kleine Gefangene muss der Gattin des großen Mannes, des obersten Befehlshabers, sagen, hört zu, und das ist ja peinlich, die Aramäer können ihm nicht helfen. Verstehst du, was ja auch bei Jesus der Fall ist, bei Joshua? Alle probieren, dem Hauptmann von Kapernaum zu helfen. Niemand kann es, Gerlind. Überleg dir mal, die Besatzungsmacht Rom steht ja komplett blamiert da. Der Hauptmann, so er existierte, von Kapernaum, einer großen Stadt im Nordreich, hier nicht weit von mir in Galiläa, muss zum Juden Jesus gehen, einen halbnackten Wanderprediger, und ihm sagen, bitte hilf mir, ich komme nicht weiter. Diese Scham, Gerlinde, diese Selbstbeschämung ist ein Teil der Umkehr. Das ist ein Teil dieses hier ist so, kannst du notieren. Du musst über deinen Schatten springen und zum Juden gehen, Stichwort Nazizeit, kauft mehr beim Juden. Du musst behandelt euch mehr beim Juden. Behandelt euch mehr beim Juden, denn das wird die Erlösung sein. Das heißt, ich wiederhole, das sind viele Schritte, die zur Heilung führen, Gerlind. Erstens, ein jüdisches Mädchen, eine Strafgefangene, so fügt es Gott, teilt ihrer Herrin mit, dazu, da gibt es einen Künder in Samarien, einen Juden, einen Künder, der kann heilen, nicht ein Priester, ein Prophet, der hat Heilungsmacht, wenn du zu ihm gehst. Und zum Zweiten, der große Oberbefehlshaber muss in das Feindesland gehen, in dem er die Frau ja gefangen hat. Das ist ja eine Erniedrigung, die gewollt ist. Dort hat er ja nichts mehr verloren, er ist der Grand Seigneur. Ist der oberste Militärbefehlshaber, der auf Gesuch des Königs dorthin gehen muss, diesmal nicht als Besatzer, Okkupant und nicht als ein großer Redner, als ein Triumphredner, sondern als ein Mann, der bittstellig werden muss, bitte hilf mir, ich komme nicht weiter.
Diese Demütigung ist ein Teil deiner Kur, ein Teil der Behandlung. Denk dran an die Frau, die wir hatten, die verkrümmte Frau, die muss auch zu Jesus in der Synagoge gehen. Muss sie mir die Augen schauen, er ruft sie vor allen Leuten, sie schwitzt wie eine Wilde, weil es ja peinlich ist, vor allen Leuten, sich mit ihrer Verkrümmung zu zeigen. Und diese Selbstüberwindung ist ein Teil der Handlung, weil sie nicht gelernt hat, sich in der Menge mit ihrer Not und mit ihrer Bedürftigkeit zu zeigen. Und das möchte ich allen heute Abend Zuhörenden sagen, das ist ein Konzept, das uns heute mehr denn je zusteht. Wenn du überheblich bist, dich überhoben hast, dann ist der Punkt, du musst dich unterheben, du musst wieder zurückkommen, sprich abtauchen von dieser Überheblichkeit, von dieser Überzogenheit. Du musst aus der Überzogenheit, Überhobenheit zurückkommen. Und das ist für ihn der Fall, indem er nach Samarien reisen muss, nicht als der große Kämpfer, sondern als ein Aussätziger mit all dem Schmach, mit der Haut, die da zusammengeschrumpft ist, weiß ist. So muss er nach Israel reisen. Er war ein großer Mann, konnte mit seiner Größe nicht umgehen, Gerlind, und jetzt muss er es, weil der Aussatz ihn zwingt. Ist das nicht fesselnd? Er bildet sich ein, ich kann alles, ich bin der Grand Seigneur. Ich sehe alles, ich weiß alles. Und was macht Gott mit ihm? Da steckt er gar nicht kurz und klein. Der schickt ihm einfach eine Hautkrankheit, eine schwere psychosomatische Hautkrankheit, die ihn zwingt, weil er sich ja schämt, keiner will ihn ja mehr anfassen. Niemand fasst ihn an, er ekelt sich vor sich selbst. Nicht nur die anderen vor ihm. Sondern er muss erkennen, ich gehe zurück in das Land, das ich beschimpft habe, dessen Gott ich nicht bereit bin anzuerkennen. Jetzt muss er den Gott anerkennen, weil nichts anderes übrig bleibt. Er will nicht krepieren an der Krankheit und dort geschieht die Heilung. Und das heißt, das gehört schon zur Heilung dazu. Die Erniedrigung von der Überheblichkeit durch einen Gang, den er selbst unternehmen muss. Und er nimmt natürlich 1000 Geschenke mit. Die Zahlen sind auch interessant. Übrigens, was wir gehört haben mit Vers 5, da haben wir die Zahlen, nämlich 10, 6 und 10, ist auch interessant. Er nimmt 10, die Einheit 10 mit, 10 ist ja das Umfassende, die 10 Gebote anspielend. Dann nimmt er 6, was heißt das hier? Er nimmt 6, weiß ich, 6 Einheiten Gold. Die Zahl 6 heißt ja, ich stehe kurz vor der 7, ich stehe kurz vor einer Heilung, ich muss meinen Weg abschließen in der Kraft der 6, die 6 Tage Woche, und die 7 ist die Überhöhung. 10, 6, 7, Entschuldigung, 10, 6, 10 in Vers 5 sind separiert. 10 ist das Wort Gottes, 6 heißt, du musst hineingehen, du musst dein Werk verrichten, 6 Tage der Woche, und dann wirst du das 10-Wort erleben. Er ist eingespannt in die beiden Einheiten, 10, 10 und in der Mitte 6. Das Wort Gottes durch die 10, das Wort Gottes durch die 10, und dazwischen ist er der Mensch, der in der 6 steht und lernen muss, die 6 abzuschließen. Er muss seinen Weg gehen, 6 Tage wirst du arbeiten, und dann kommt er in die 7 und wird erledigt. Darum muss er auch 7-mal eintauchen. Ich denke, jetzt wird Ihnen das klar. Wenn wir kurz die Zahlen zu Ende besprechen, Gerlind. 10, 6, 10, 7. Viele fragen sich, warum muss er 7-mal eintauchen? Weil die 7 natürlich der Abschluss, die Überhöhung der 6 ist. 6, weiß ich, diese 6 Goldstücke, die er da hatte. Und genau, werden ja fortgesetzt durch die 7. Und darum muss er 7-mal eintauchen, weil 7 die Zahl bedeutet, du bist vollkommen, du bist abgerundet, du bist ganzheitlich geworden. Du bist ganzheitlich geworden in Gott, der über den Jude Elisha, Gott ist mein Erlöser, dich zwingt, in eine Neuheit hineinzukommen, in eine Abrundung, in eine Geheiligtheit, siebter Tag, den wir heute haben. Voller Symbolik. Und ich bin sicher, dass er das spürte, sonst hätte er nicht 10, 6, 10 mitgenommen. Verstehst du, Friedrich Feinde, mein großer Lehrer in der Numerologie, sagte, dass das Wissen um die Zahlen schon sehr alt ist. Ein altes Wissen, die Zahlen. Die Menschen konnten an ihren Fingern schon ja zählen und daraus ableiten. Schon längst vor dem Judentum sahen die Menschen, es gibt 5 Finger, 4 Finger nebeneinander, ein Finger gegenüber, dann das Ganze nochmal, 2 Augen, 2 Nasenlöcher, 2 Lippen, 2 Ohren, und das Ganze in die Einheit Kopf eingebunden. Die Menschen wussten anhand ihrer Anatomie, Zahlen haben uns was zu sagen. Zahlen sind bedeutsam. Das wussten Menschen schon vor dem Judentum. Nur das Judentum hat sich die Anatomie des menschlichen Körpers näher angeschaut und daraus ein Bild von Gottes Botschaft an uns vermittelt. Die 2 Augen, die Zweiheit des Lebens zu einer Einheit bringen. Ich kann zwar mit einem Auge schauen, aber durch das zweite Auge wird das Bild ganz räumlich. Ich kann zwar mit einem Ohr hören, aber wenn ich doppelt höre, höre ich das ganze Geschehen. Das heißt, über die Zweiheit, um ein kleines Beispiel wieder einzustreuen, über die Zweiheit. Ich kann mit einem Nasenloch riechen, aber es ist angenehmer mit beiden, dann entsteht der ganze Geruch. Und ich brauche die zwei, dringend zwei Lippen.
Und verstehen Sie, eine Lippe kann ich unendlich rechnen. Das geht gar nicht. Kann ich gar nicht. Da brauche ich dringend zwei Lippen. Und ich brauche den oberen Zahnbereich und den unteren Zahnbereich. Ich brauche allerdings aber nur eine Zunge. Mit einer Zunge spreche ich. Das heißt, diese Spannung zwischen eins und zwei hat den Menschen immer schon fasziniert. Die zwei Nasenlöcher, die eine Nase bilden. Und die beiden Ohren, die links und rechts voneinander abstehen. Und hier im Mund oben und unten, da gibt es tiefste Gedanken im Judentum, abgesehen von der 5 und, zwei, und der 5. Das heißt, der Körper erzählt uns sehr viel. Die Zahlen des Körpers erzählen uns enorm viel über Gottes Weisheit. Ich bin sicher, dass Navani es wusste, als er mitnahm 10, 6, 10 seiner materiellen Gegenstände. Und interessant ist, dass der Mann Elisha ihm sagt, du musst siebenmal untertauchen. Das ist eine spannende Konfrontation da. Der Mann bringt materielle Güter, die der Elisha ja gar nicht annehmen will. Das ist auch interessant. Dieser Naaman, der Gottgefällige, kommt mit einer Tonne von Geschenken, voller Symbolik. Aber Elisha sagt ihm, du, das will ich überhaupt nicht. Erspar mir den Zirkus. Ich sehe zwar, dass du dich bemühst, aber wenn du mir einen großen Gefallen tust, dann wirst du deinen Gott, der ja die Hilfe ermöglicht, die Rettung ermöglicht, verehren. Das versteht ja Naaman. Und darum ist er bereit, die Geschenke wieder mitzunehmen. Dennoch bekommt er ein großes Geschenk, nämlich das Eintauchen in die Sieben. Wer in die Sieben eintaucht, taucht in Gott ein. Wer in die Sieben eintaucht, taucht in Gott ein. Das ist die Idee des Eintauchens. Darum muss er siebenmal in den Jordan, ein großer Fluss, ein riesenlanger Fluss, der entscheidende Fluss. Übrigens zum Jordan will ich auch etwas sagen, das wissen sehr wenige. Jordan heißt im Hebräischen Jarden. Das ist der große Fluss, den kennen Sie ja. Der fließt ja vom See Genezareth, Kinneret, bis ins Tote Meer. Ein großer Fluss, der die beiden Seen, die Binnenmeere, Kinneret, nicht weit hier von unserem Domizil, von Deborahs und meinem Domizil hinein, verbindet und mündet in das sogenannte Tote Meer, im Hebräischen das Salzmeer. Das Wort Jarden für Jordan hat eine sehr interessante Etymologie. Das heißt, das Herunterkommende. Jarden kommt von Jarade. Und das bedeutet nicht nur, der Fluss fließt vom See Genezareth in das Salzmeer, das Tote Meer, sogenannte Tote Meer, eher Salzmeer, sondern es bedeutet auch etwas herunterbringen, nämlich den Segen Gottes herunterbringen aus den Höhen. Der Kinneret ist ja viel höher gelegen, hier das Nordreich. Ich befinde mich hier übrigens im Nordreich. Das war das Nordreich, in dem damals Elisha wirkte für den König von Israel. Und Jordan bedeutet ja den herunterbringen. Das heißt, die Menschen mussten Fluss, der abwärts fließt, bringt einen Segen mit, das kostbare Wasser, das man ja braucht. Der Jordan hat ja viele Nebenflüsse und Seitenarme, die sich von ihm abzweigen, um das Land zu bewässern. Fluss steht immer für fließen und für herabbringen. Das heißt, er muss in den Fluss tauchen, weil Elisha das vorgibt, der mit dem Segen zu tun hat, der mit dem herabkommenden Segen. Da kommt ein Segen herab von Gott. Und in diesen Segen, der sich materialisiert in Gestalt des Wassers, muss er eintauchen, dieser Name. Wir haben ja vorhin gehört, er weigert sich natürlich und sagt sich, das ist ja das typische heidnische Denken, ich habe doch meine eigenen Flüsse, er ist noch widerspenstig, ich will das nicht, das kann ich doch zu Hause machen. Wozu muss ich das hier machen? Deswegen bin ich doch nicht 600 Kilometer auf dem Ross geritten, den Zirkus mache ich doch bei mir. Und das finde ich ja auch so schön, dass in dem Moment, in dem er noch in der Überheblichkeit steckt, warte mal, wo sind die hier? Moment, genau, mein Bruder. Die Knappen ihm sagen, hör zu, du musst das tun. Er ist in Vers 11 kolossal empört und sagt, was soll ich denn dann das machen? Das ist doch gegen meine Würde. Und dann sagt ihm so schön dieser Knappe, das hast du vorhin vorgelesen, in Vers 12, hör zu, warum wehrst du dich dagegen? Wenn er dir was Größeres auftrüge, würdest du es auch tun. Warum machst du denn nicht etwas Kleines, was Gott von dir erwartet und tauchst in diesen Jordan ein? Im Hebräischen lese ich immer vor, Halotov amana ofar parna harot damesek in Vers 12, mikol meme Israel, hallo erchatz bahem betaharti, vayefen vayelech bechem a. Er hat noch dieses Überhebliche, er sagt sich, er will ihn Selbstwisser darstellen. Ich habe doch die schönsten Flüsse, die sind doch besser als Israel. Er denkt doch, er sei etwas Besseres. Und das kann ich doch dort machen. Ich kann dort gereinigt werden. Wieso weiß er das? Er weiß es doch nicht. Offensichtlich hat es ja nicht funktioniert, sonst hätte er das doch längst gemacht. Aber er steckt noch in dieser Überheblichkeit und denkt sich, sowas Lächerliches, sowas Einfaches, ich soll einfach in den Jordan springen.
Das ist, er durchschaut nicht, liebe Freunde und Freundinnen, dass es nicht um den mechanischen Akt geht, sondern um die Bereitschaft, auf einen Juden zu hören. Das ist der Punkt, Gerlind. Es geht nicht darum, Gerlind, was machst du? Ob du nackt auf einem Esel reitest oder ob du ein Stück Schokolade isst oder weiß ich, einen Granatapfel vom Baum nimmst. Es geht nicht darum. Gott kann alles, liebe Gerlind. Gott kann, das ist ganz wichtig für unsere Arbeit, Gott kann dir die Heilung schicken über jede Aktion. Du kannst einen Granatapfel zusammenschlagen und dadurch gesund werden. Es geht nicht darum, wie, sondern es geht darum, ob du bereit bist, Gerlin, das ist unser Thema, dich dem Willen Gottes und seines Künders unterzuordnen oder ob du in deinem Ego steckst und sagst, ich mache, wie ich es gerne habe. Das ist der Punkt, Gerlin. Und unsere Hörerinnen und Hörer, bist du bereit, auf den Juden zu hören, von dem du weißt, dass die Erlösung kommt, Johannes 4,2, das Heil kommt von den Juden? Oder bist du bereit, dein Ego groß zu machen und zu sagen, ich habe doch alle Flüsse in Damaskus, das sind die schönsten Flüsse, da kann ich das doch genauso machen. Das kannst du eben nicht, denn Gott hat das nicht dir aufgetragen. Das ist doch der Punkt. Dann bleib doch in deinem Aussatz, du Großmaul, sagt Elisha indirekt. Du siehst doch, wie weit du kommst doch kein Jota weiter, du hättest doch schon tausendmal reinspringen können. Hast doch oben alles probiert im Aramäerland. Aramäerland oben ist nordöstlich von Israel. Es hat doch nichts getaugt. Also sei doch mal demütig. Das muss er lernen, Gerlind. Das muss jeder Aussätzige lernen. Das muss jeder, wenn du so willst, Psychosomatiker lernen, eine Demut. Und darum ist auch das Institut Arzt geschaffen. Gott ist ja unser Arzt, aber delegiert das an Menschen, zum Beispiel Elisha, der in dem Fall ein Heiler ist, ein Wunderheiler wie Jesus, Wunderheiler. Du musst bereit sein, Gerlind, auf das Wort des Mannes zu hören und dein Ego zu verabschieden. Denn wenn du in dein Ego steckst, ich weiß, was ich kann, kommst du nicht weiter. Es geht nicht darum, was du machst. Natürlich ist das Wasser des Jordan kein Heilmittel. Natürlich ist es ein stinkgewöhnliches Wasser, in dem auch Frösche ihre Geschäfte machen. Ein stinkgewöhnliches Wasser. Aber es geht darum, wenn Gott über Elisha, Gott ist mein Erlöser, heißt Elisha, dir sagt, mach es, dann mach es. Jesus macht das genauso. Jesus, Jehoshua, der Jude, Schüler von Elisha, Jehoshua sind ihr namensgleich, dir sagt, komm bitte in die Mitte, gerne, komm bitte zu mir, komm bitte mal in die Mitte. Und da kann sie sich doch auch sagen, was soll der Zirkus? Ich war schon mal in der Synagoge. Dadurch werde ich doch nicht gesund sein. Wann geht meine Verkrümmtheit weg, wenn ich einem Juden in der Synagoge in die Augen schaue und ihm sage, guten Tag? Was hat das mit meiner Gesundheit zu tun? Das ist so, wie wenn wir heute sagen, wo sind die Pillen, Frau Doktor? Herr Doktor, wo sind die Pillen? Ich will Pillen haben. Das ist nicht das Zaubermittel. Es gibt Menschen, die schlucken 1 Million Pillen und werden immer noch nicht gesund. Weil die innere Bereitschaft nicht da ist, gerne. Wenn deine innere Demütigung nicht bereit ist, sich in den Vordergrund zu stellen, wie bei der verkrümmten Frau oder bei ihm, der bereit ist zuzugeben, es ist in meinen Augen lächerlich. Es ist lächerlich, in den Jordan zu springen. Ich habe alle Flüsse der Welt im Norden. Ich kann das Spa machen, Thermalquellen besuchen. Das kann mich doch genau sein. Das ist nicht der Punkt. Wenn du nicht bereit bist, dich zu verabschieden von deiner Überheblichkeit und auf Gott hörst, sogar die Armen, die Bediensteten müssen ihm das in 12 sagen. Überleg doch mal wieder so eine Nebenfigur. Wie die kleine gefangene Frau, die der Gattin des Naaman sagen muss, geh doch runter. Die kleine Frau muss ihn daran erinnern. Und so müssen ihm auch die Bediensteten, die Hofangestellten sagen, die Entourage, wir beide lieben Französisch, Gerlin und ich, die Entourage muss ihm sagen, jetzt stell dich doch nicht mal so an, du alter Sack, du eingebildeter Sack. Wenn er dir sagt, tanze hier, weiß ich, mir auf dem Kopf und schlag 40 Purzelbäume. Wenn es was Anspruchsvolles wäre, oder weiß ich, schlug 20 Tinkturen, würdest du es doch auch machen. Aber warum bist du nicht bereit, auf ihn zu hören? Wenn er dir sagt, dass es gut ist, in den Jordan zu gehen und 7-mal die heilige Zeit, warum tust du das nicht? Und dann wird er weich. Dann wird er butterweich. Das ist so spannend, dass wie nennt man das, Statisten, Nebenakteure ins Spiel kommen. Darum liebe ich die Geschichte, die ist so vielschichtig. Eine kleine jüdische Gefangene muss dem Heiden, der Heidengattin sagen, schicke doch runter. Gott ist der beste Arzt der Welt. Und die Angestellten müssen ihm auch sagen und sagen ihm dazu, bitte hör auf ihn. Wenn er dir das sagt, ist das besser als deine Großspurigkeit. Und genau das wird. Und dann geht er hinein, Shevapermim 7-mal. Und das, ich will kurz Vers 14 vorlesen. Und da ist ein schönes Wort zum Thema Jordan. Was ich Ihnen vorhin sagte, das erste Wort in 14. Gerlin, liest du nochmal bei Buber das erste Wort vor in 14? Da stieg er hinab, er Stopp, tauchte genau, auf. das reicht schon. Da stieg er hinab. Und da höre ich schon Nachtigall, ich höre die Trapsen. Es geht um das Absteigen, die Selbsterniedrigung, Gerlin. Das ist das Neue für uns beide. Du musst von deinem hohen Ross im wahrsten Sinne des Wortes, Gerlin, absteigen, hinabsteigen. Ohne dem wirst du nicht gesund, Gerlin. Du kannst dich auf den Kopf stellen.
Und im Hebräischen steht Vayered Vaitbol. Und Vayered, und ich lese mal das auf Hebräisch vor, wie schön das klingt. Vayered Vaitbol Bayarden. Verstehen Sie, wenn Sie Hebräisch können, und ich wünsche es Ihnen so sehr, liebe Hörerinnen und Hörer in YouTube, dass Sie Hebräisch Grundkenntnisse lernen, Sie werden explodieren vor Erleuchtung. Explodieren vor Erleuchtung. Ich sage es nochmal, damit Sie es hören. Vayered Vaitbol Bayarden. Wörtlich übersetzt, philologisch präzise und perfekt. Er stieg herab, tauchte ein im Absteigenden, im Herabführenden. Da ist so eine tiefe Spiritualität enthalten, ein Wortspiel, nämlich du musst hinabsteigen von deinem hohen Ross, von deiner Allwissenheit, die du überhaupt nicht besitzt, in das, was dir den Segen herunterbringt, nämlich das Wasser des Jordan. Es ist heiliges Wasser. Natürlich ist es kein Zauberwasser. Wollen wir ja kein Mensch. Aber es ist Wasser im Heiligen Land, das etwas herunterbringt, nämlich den göttlichen Segen herunterbringt und auch in dich herunterbringt, wenn ein Mann Gottes es dir mitteilt. Das ist der Punkt. Nicht nur ein Quacksalber, der das sagt, irgendein Scharlatan. Das ist Unsinn, das ist Götzendienst. Aber ein Mann Gottes sagt dir, geh siebenmal hinein in dieses Segen herabbringende und du wirst gesund werden. Und genau nach dieser Befolgung, die nichts mit Medizin zu tun hat, sondern die mit Gottesdienst zu tun hat, wird der Mann gesund. Das heißt, die Spiritualität muss unbedingt beachtet werden. Und nachdem er das getan hat, steht er in Vers 15, das ist so berührend, Entschuldigung, in Vers 15, und er steht vor ihm und sagt, hör zu, und dann passiert etwas Gewaltiges. Genau in dem Moment, Gelinde setzt ihn in Transformation ein, er sagt ihm, jetzt habe ich erkannt, dass es keinen Gott außer dir gibt, und ich möchte dich bitten, das werde ich nach Hause nehmen, nach Aramäerland, und ich bitte dich als Danksagung, und er nimmt hier einen sehr schönen Ausdruck im Hebräischen, bitte nimm meine Segensgabe in Vers 15 von deinem Knecht, er nennt sich auf einmal Knecht. Gelinde, wenn du so lieb bist, du schreibst auf, es sind drei Schritte der Wandlung eingetreten. Erstens, er bekennt sich zu Gott. Ich wiederhole gerne, und für alle unsere Freunde in YouTube, er bekennt den wahren Gott. Schau mal, was das bewirkt hat, obwohl es keine Magie ist, überhaupt keine Magie. Er bekennt den wahren Gott. Er sagt sofort, ich möchte dich bitten, nimm meine Beracha, Bercha, nimm meine Segensgabe, die 10.6.10 an, und ich bin dein Knecht. Das muss man daraus dabei in einer guten Bibelarbeit kennen. Ich wiederhole, er erkennt den wahren Gott, erkennt und bekennt den wahren Gott. Er bittet ihn eine Segensgabe. Er möchte seinerseits etwas geben, weil er so viel bekommen hat, nämlich die 10, 6, 10, die wir vorhin hatten, die Gaben. Und er sagt, von deinem Knecht. Gelinde, das ist eine kolossale Verwandlung. Kolossal. Das siehst du ja nicht. Ja. Diese drei Schritte, die Transformation ist überwältigend. Das heißt, der Mann hat, ich will Ihnen eins sagen, allen Ihnen auch, die Sie mit psychosomatischen Beschwerden zu tun haben. Mit der Demut entsteht ein großer Teil der Heilung. Ich bin fest davon überzeugt, weil ich viel studiert habe und auch viele Menschen begleiten darf in dieser Arbeit. Durch die Demut, Gott ist mein Heiler und Gott hat Rezepte für mich, die jenseits von, nehmen Sie dreimal am Tag Novalgien, wirken, dann bist du schon in der Heilung. Jesus macht das ja auch, der verschreibt kein Novalgien oder verschreibt kein Vivimed. Nichts. Er nimmt höchstens mal, das mache ich ja mit dir, noch ein Brei, spuckt in den Brei, reibt ihn in deine Augen. Das nennt sich dann Medizin bei Jesus, kennt ihr ja. Das werden wir noch besprechen, aber es sind immer die einfachen Gaben. Jesus, wenn er zum Beispiel einen Brei nimmt und das zusammen hineinspuckt, nimmt elementare Kräfte der Natur und legt, du weißt, der Mann mit den Augen, der wird dabei auf die Augen gestrichen, damit Natur auf Natur wirkt, eine natürliche Transformation erfolgt, neben dem Zuspruch. Das heißt, Heilung in der Bibel heißt immer Zuspruch und Behandlung, im Sinne von ich handle, die Hand muss aufgelegt werden. Und darum nimmt er bei dem Blind, den ich mit dir noch besprechen werde, einen Brei, spuckt rein, reibt ihn und legt ihn auf die Hände, auf die Augen. Denn diese Behandlung, das Handauflegen, ist im Judentum schon 90% der Heilung. Es geht nicht darum, was ich auf dein Gesicht lege, sondern dass ich dich behandle oder besegne, die Hände auf den Kopf des Kindes. Das ist schon eine tiefe, berührende Erfahrung, von der heute ja viele alternative Mediziner sagen, dass das sehr gut tut, wenn man an bestimmten Körperstellen anfasst, weil sich die Hand aufs Herz legt. Beruhigende Erfahrungen. Das heißt, dieses neue ganzheitliche Denken, bei sich bleiben, sich beruhigen, seine eigene Kraft spüren, die du verzettelst auf Äußerlichkeiten im Zuge des Egos, das wird heute in der alternativen Medizin, die Rüdiger Dahlke vertritt, sehr stark gelobt. Das alte Handauflegen kommt wieder in Mode in der alternativen Medizin. Nicht magisch krumm, sondern wirkliche Handauflegen, weil es eine tiefe Symbolkraft bedeutet.
auf dem Kopf die Energie, die Gott über die Hände leitet, in mich hineinfließen lassen. Und hier passiert etwas Ähnliches. Hier muss der Mann komplett ins Wasser gehen, will ich auch kurz erzählen, das ist die Vorstufe der späteren christlichen Taufe. Da sehen Sie schon, längst bevor es Taufe gab, gab es, wie mein Vater sagte, die Tauche. Tauche. Verstehen Sie? Das heißt, da muss der ganzheitlich in das Wasser gehen, das Gott vorsieht, und durch das Wort des Propheten, des Bündes, entsteht eine Neugeburt, eine Reinigung, eine spirituelle Reinigung. Es ist nicht körperlich, es ist rein spirituell. Denn der Mann war bestimmt frisch gewaschen. Das hat nichts mit Körper zu tun. Es geht um die Spiritualität. Du ordnest dich Gott unter, du gehst herunter, was ich vorhin ja erklärt habe. Du gehst hinunter von deiner Überhobenheit. Das ist die Symbolik des Eintauchens, will ich Ihnen sehr fachmännisch erklären. Eintauchen bedeutet, ich gehe herunter von jedweder Überzogenheit, gelernt. Ich gehe runter. Es ist demütigend. Es muss dich demütigen, Gelinde. Sonst wirst du nicht gesund. Es müssen die, und große Männer in der Bibel wissen, was wem zuzumuten ist. Manchmal muss die verkrümmte Frau in die Mitte kommen. Dann haben wir einen Mann, weiß ich, einen Mann, der überheblich war, der sich öffentlich mitteilen muss als ein Sünder, der geheilt werden muss. Dann gab es den Mann, einen Mann, der, den werden wir noch besprechen, der ein Gelähmter war, der muss ins Wasser gehen und lernen, sich Hilfe geben zu lassen, der Gelähmte bei Johannes. Es gibt verschiedene Menschen, die aus ihrer Überheblichkeit hinunterkommen müssen. Ein guter Heiler weiß, was zu tun ist. Kurzum, der Mann erlebt seine Verwandlung, ist völlig neu und erkennt Gott. Und verstehen Sie, wenn der Mann sofort sagen kann, es gibt keinen Gott außer den Schöpfer, war das in ihm schon angelegt, nur es war zugedeckt. Denn oben in Vers 1 haben wir gelesen, Gott hat ihm ja den Sieg geschenkt. Steht oben in Vers 1, sei der Könige 5. Nur er hat es verdrängt. Das bin ich, das alte Thema Ego. Ich bin groß. Gerlin, ich bin groß. Das taugt nichts. Wenn Gott dir eine Größe gibt, dann sei dankbar für diese Größe und bekenne denjenigen, der dir die Größe schenkt. Und Elisha sagt ihm etwas sehr Schönes. Hör zu, so wahr ich Gottes Knecht bin, ich werde nichts von dir nehmen. Damit will Elisha sagen, du, ich möchte kein Geschäft daraus machen, in Vers 16. Das ist so berührend. Elisha sagt, ich möchte das nicht. Du kannst es behalten. Ich habe kein Geschäft mit dir gemacht. Ich will dir die Liebe Gottes zeigen und die Größe Gottes. Und du sollst nicht das Gefühl haben, du musst mir etwas geben. Ich will es gar nicht bekommen. Es ist nicht ein Tauschhandel. Überhaupt nicht. Nimm es und danke Gott, was du mir versprochen hast, Gott anzuerkennen und diesen Gott zu verkünden in deinem Aramäerland, ist das Schönste, was du mir geben kannst. Und Naaman sagt dann weiter, weißt du was, wenn du das so, wenn du das nicht willst, dann gib mir doch wenigstens ein Stück Erde, er ist so überwältigt. Ich möchte ein Stück von dieser Erde, er braucht etwas Handfestes, das ist für einen ehemaligen Götzdiener verständlich. Ich brauche etwas, denn ich möchte wenn ich bei dem König bin, bei meinem König zeigen, dass ich auf heiligem Boden, das ist ja der Punkt, dass ich auf heiligem Boden Genesung erlebt habe, nicht auf meinem heidnischen Boden, auf heiligem Boden. Und dann sagt er etwas sehr Tiefes, Gerlind, in Vers 17. Wenn ich zu meinem obersten König da komme, Bet-Rimmon. Rimmon galt damals als eine Kultstätte. Rimmon. Rimmon heißt wörtlich der Granatapfel. Der Granatapfel, wörtlich heißt Bet-Rimmon das Haus des Rimmons. Rimmon war ein Götze im Aramäerland. Warum Rimmon? Weil der Rimmon, verstehst du, du kennst ja Granatapfel. Hier gibt es ja Granatapfel, die sind so groß wie dein Kopf. Der hat eine Frucht und eine Fülle. Und weil er so fruchtbar ist, gerne wurde er angebetet als Gottheit. Ernsthaft. Der Granatapfelbaum wurde als Gottheit angebetet, neu für dich, weil er diese prallen Früchte enthält und oben ja ein Krönchen enthält. Du weißt ja, der Granatapfel hat ja oben ein Krönchen. Und das hat Menschen verleitet, davon auszugehen, ja, das ist wohl eine Königsfrucht, das ist ein Götze, den beten wir an. Du verstehst, der Kranke kommt von kranken Menschen, kennt ja keine Grenzen. Und ein schöner Granatapfel hat ja oben so ein Krönchen, und darum muss der Granatapfel angebetet werden. Weil er so viele Körner hat, ist es Ausdruck von Fruchtbarkeit und Götzendienst. Kurzum, er sagt ihm ja, wenn ich dann zurückgehe zu meinem Meister oben und der sich an mich anlegt, möchte ich dich bitten. Und das finde ich so authentisch von diesem Naaman, diesem Gottlieblichen. Bitte erlaub mir dann ausnahmsweise, und ich möchte, dass Gott mir das vergibt. Er spricht sogar von Adonai hier, dem Ewigen, denn der alles sieht. Bitte erlaub mir dann ausnahmsweise, damit ich kein Theater mit meinem großen König bekomme, der den Kult betreibt, mich zu verleiten. Das finde ich so authentisch von ihm. Wenn er sagt, ich weiß, ich sollte das nicht tun, aber bitte, sagt er, gib mir noch etwas Aufschub.
um den anderen auch nur davon zu überzeugen, dass es den einen Gott gibt. Das ist einmalig in der Bibelgelände. Er könnte doch sagen, ach, vergiss es, ich bin geheilt, jetzt mache ich, was ich will. Diese Verwandlung, notieren wir, Gerlin, ist wirklich, und die Demut, Gerlin, die an den Tag legt, ist beispiellos. Ein riesiger Mann, der Gott erkannt hat, ohne viel Theater, Gerlin. Er taucht unter, hört auf die Juden, überwindet seinen Stolz, den Hamburger Stolz, hat den Stolz überwunden, geht ins Wasser und sagt, ich habe Gott erkannt. Gerlin, das ist wirklich überwältigend. Wirklich überwältigend. Und besitzt die Größe, noch auszusprechen. Er kann doch sagen, kannst doch denken, was du willst, mir doch wurscht, was du denkst. Ich bin doch jetzt gesund, jetzt treibe ich es oben, wie ich es will. Er sagt, nein, ich will es nicht mehr. Aber gib mir, er spricht offen aus, er beichtet. Er beichtet, es kann mir passieren, dass ich bei meinem Oberstpräsidenten ankomme, der sich dann auch bestützt, wie er es immer tut, weil er schon ein alter Mann ist und sagt, komm, jetzt verneigen wir uns vor diesem Granatapfelbaum. Ich dann noch nicht die Größe haben werde, ihm zu sagen, hör auf mit diesem Dreck, das ist doch Dreck, vor einem Baum dich niederzuwerfen. Ich noch nicht die Größe haben werde, ihn davon abzubringen. Und ich bitte dich, Ego te absolvo, das heißt, ich spreche dich frei, wie die katholische Kirche jetzt sagt, te absolvo, Ego, ich dich spreche frei, was die Katholiken sagen, Ego te absolvo, ich spreche dich frei. Das ist so berührend, dass er, der Heide, den Juden bittet, sagt mir diesen Satz, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nach Hause komme und nicht durchgängig den einen Gott anbete. Das ist so berührend. Du siehst, was Heilung bewirkt. Du siehst, liebe Freunde und Freunde, was Heilung bewirkt. Der Mann ist so überwältigt von Gott Zebaoth, dass er sagt, ich werde dir das natürlich überall erzählen da oben, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich es durchgängig durchhalte. Es kann Schwierigkeiten geben. Und er sagt ihm, Elisha, das Schöne ist, Elisha macht ihm keine Vorwürfe, das ist auch so schön. Elisha sagt ihm nicht, ja, dann ist das Thema gestorben. Und dann kriegst du wieder den Aussatz. Nein, Elisha sagt ihm nicht, du bist dann unten durch. Sondern er sagt ihm, du bist dann wieder, sondern er sagt ihm, weißt du was, ich gehe, lächle Shalom. Was heißt Shalom? Geh in deine Ganzheit. Geh in deine Ganzheit. Das ist so schön, wenn du Vers 19 ernst nimmst, Gelinde. Viele überlesen den Satz. Ich will ihn gerne vorlesen auf Deutsch. Lechle Shalom. Er sagt ihm nicht nur, dass er ihm keine Szene macht, Gerlind, sondern er sagt ihm, geh in deine Ganzheit, das möchte ich ihm heute Abend schenken. Er sagt ihm, ich verstehe deine Not, du kannst nicht über Nacht eine Praxis der letzten 40, 50 Jahre über Bord werfen, aber ich wünsche dir nicht einfach nur, geh in Frieden, das Überlesen und Verlesen, Mensch. Es bedeutet, ich wünsche dir und deinem König, dass ihr in eine Ganzheitlichkeit kommt, wodurch du erkennst, auch der König wird merken, es ist ein Irrsinn, eine Pathologie, einen Granatapfelbaum anzubeten und für Gott misszuinterpretieren. Das ist das Schöne und das Tiefe an dem Wort Lech Leshalom. Lech Leshalom heißt nicht, weil, weißt du, Christen tun sich das oft schwer, wenn sie in den Gottesdienst, das darf ich schon sagen, Jesus zitieren, der sagt, meinen Frieden gebe ich euch, ihr habt ihr meinen Frieden. Viele Christen verstehen nicht, Gerlind, was Jesus meint, der genauso tickt wie ich und jeder andere Jude, wenn er am Ende Johannes sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Manche denken dann, das kennst du doch, dann drehen sich alle um und sagen, liebe Frau Segel, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Liebe Frau Segel, ich wünsche Ihnen den Frieden des Herrn. Das ist so billiger Kram. Das ist so unkundig, sowohl bei evangelischen als auch bei katholischen. Und ich möchte Ihnen heute schenken, was es wirklich heißt, meinen Frieden gebe ich euch. Das heißt nicht einfach ein paar schöne billige Sprüche am Sonntag um 10 Uhr rausgeputzt und rasiert. So, das bedeutet, ich wünsche dir so sehr, sagt Jesus wie Elisha, Joshua, Elisha, ich wünsche dir, dass du in eine Ganzheitlichkeit kommst, um es mal sehr scharf zu sagen, in eine Unzerrissenheit gelangt. Merkst du, wie tief ich mit dir arbeite? Das ist nicht dieser Billigkram in Mönchengladbach Innenstadt, sondern ich wünsche dir, lieber Gerlit, dass du in eine Unzerrissenheit, schau mein Deutsch an, das Gott mir schenkt. Ich wünsche dir so sehr, dass du in eine Unzerrissenheit, in eine Ungespaltenheit hineinkommst, wodurch du merkst, dass du keinen Granatapfelbaum mehr anbeten musst. Das ist die Tiefe davon. Das meint Jesus, wenn er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist nicht ein billiges Geschwätz, das heute inszeniert wird, auch nicht nur in Deutschland, weltweit. Die Amerika verstehen es ja genauso wenig, die kein Hebräisch können. Sondern es bedeutet, ich wünsche dir so sehr, dass du Schalem wirst. Schalem! Ganz! Unzerbrochen! Was ja die Krux heute auf der Welt ist. Menschen sind so zerrissen. Gottesdienst und dann wieder Götzendienst. Ein bisschen Judentum, ein bisschen Christentum. Etwas weiß ich Nächstenliebe, aber dann doch wieder ins Ego zurückkommen. Das ist auch in Israel, sage ich auch ganz offen, in meinem geliebten Israel sind Menschen auch so gespalten.
so gespalten. Einerseits wollen sie Wohlstand haben, andererseits wollen sie, dass es spirituelle Werte gibt. Wollen sie Frieden mit der Welt haben und dann wollen sie doch in ihrem eigenen Haus nicht für Ganzheit sorgen, denn der Frieden fängt ja bekanntlich in den eigenen vier Wänden an. Und dieser Mann Elisha sagt ihm, Lech Shalom, geh, wörtlich heißt das, Gerlind, geh hinein in deinen Frieden, deine Unzerrissenheit. Verstehst du? Das heißt nicht, geh in Frieden. Weißt du, das ist strenger und nicht richtig übersetzt, Gerlind. Strenger heißt es nicht, geh in Frieden. Was hat Buber da gesagt in den 19, Gerlind? Geh in Frieden. Siehst du, da darf ich Meister Buber heute im Himmel, Meister Buber ist schon längst im Himmel, aber Meister Buber liebt mich, denn ich bin einer seiner großen Schüler, da möchte ich den Meister Buber korrigieren, der lächelt heute drüber. Das heißt nicht, geh in Frieden, geh in deinen Frieden. Merkst du den Unterschied, Gerlind? Dieses Geh in Frieden, das ist so abgenutzt, das ist so billig, Billigwissen, tiefes Wissen. Lech Shalom heißt, geh in deinen eigenen, in dir liegenden ganzheitliches Denken und dann wirst du merken, wenn du das wirklich tust und Gott flehst, flick mich zusammen zu einer Ganzheit. Ich muss nicht mehr Granatapfelbäume anbeten. Ich muss nicht mehr shoppen wie wild und das Shopping zu einem Götzen machen, Gerlin, um das offen auszusprechen. Ich muss das nicht mehr tun, denn es wird die seelischen Bedürfnisse nicht befriedigen. Ich kann mich kaputt shoppen und ich bin dennoch unbefriedigt. Ich habe im Internet Berichte gelesen von Menschen, die alles haben und doch nichts haben, weil sie die Seele versuchen zu befriedigen mit materiellen Gütern. Und meine großen chassidischen Meister haben mir beigebracht, die Seele wirst du nicht betrügen. Du kannst der Seele eine Villa für 30 Millionen in Atlanta, Georgia kaufen und du wirst trotzdem leiden an Parkinson oder an Multiple Sklerose oder an Arteriosklerose. Es wird dir nicht helfen, weil du die Seele nicht betrügen kannst mit materiellen Spielereien. Wenn das Seelische zu kurz kommt, du nicht in diesem Shalom bist, in der Ganzheit, nämlich Gott zu würdigen, wirst du die Seele nicht abspeisen können mit Äußerlichkeiten. Es wird sich nicht auszahlen, weil die Seele viel tiefer denkt als nur, ich kaufe mir heute wieder was. Was brauche ich heute? Was kaufe ich heute? Und darum sagt er im Lech Shalom, und das ist so, das sind zwei Worte im Hebräischen, nicht geh in deinen Frieden, vier Worte im Deutschen, go into your peace, into your wholeheartedness im Englischen, sondern geh in deine Unzerrissenheit und dann wirst du schon das bekommen, was du brauchst. Das ist der größte Segen, den ein Jugend geben, einen anderen geben kann. Ganz können Sie sich auch merken, liebe Freunde und Freundinnen. Lech Shalom. Weiblich ausgedrückt, weil es ja Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau in der Konjugation. Lechi Shalom. Ein Mann muss nur sagen, Lech Shalom, kannst du aufschreiben. Lechi, Lechi. Und einer Frau sagst du Lechi, Lechi. Die können das auch verwenden. Als männliche Ausdruck ist kein Unglück. Aber wer präzise Hebräisch werden will, muss einem Mann sagen, Lech Shalom und einer Frau Lechi Shalom. Willst du es gerade mal aussprechen, damit du mal vor uns Hebräisch aussprichst, Gerlind? Lech le Shalom und Lechi le Shalom. Perfekt. Perfekt, perfekt, genau. Genau. Und jetzt, was wird, und jetzt kommt die zweite Szene. Jetzt kommt noch etwas anderes. Und jetzt, das machen wir schnell. Nachdem ein Heide geheilt wird, muss noch etwas hineinkommt, was mir zeigt, dass es authentisch war, nämlich dieser Schlappschwanz, Gehazi. Ich will Gehazi kurz erklären. Gehazi heißt der Niedrigvisionäre. Geh heißt das Tal und Chazon heißt Sicht. Das ist der Angestellte, wenn du so willst, der Hofangestellte des Elisha. Und hier wird etwas Interessantes, wenn sie Tiefgang lieben, dargestellt. Naaman war ja der Bedienstete des Königs von Aramäerland. Jetzt kommt der Bedienstete des Elisha, die hatten ja ihre Propheten, Jünger hieß das, die Propheten Schüler, und der geht ins Gegenteil. Das finde ich so authentisch in der Geschichte. Denn streng genommen könnte die Geschichte jetzt aufhören, Gerlin. Die 19 könnte die Geschichte aufhören. Schluss, Feierabend, wir haben es gelernt. Und weil jetzt eine peinliche Geschichte kommt, Gerlin, eine sehr peinliche Geschichte, nämlich die Zurechtweisung eines Juden durch seinen eigenen Meister, weil der nach Geld geil ist. Der ist genau in der Fährte, aus der ja Naaman rauskommt. Nämlich, der sieht die 10, 6, 10 und sagt sich, oh, das ist ja fette Beute, der schickt ihn doch nach Hause. Der wird damit nicht fertig, dass sein Meister ihm sagt, ich will die 10, 6, 10 nicht. Ich will, dass er demütig wird, der kann er sich doch mitnehmen, den Luxus, den will ich nicht. Der Mann verfällt genau in das hinein, aus dem Naaman geheilt wurde. Ist das nicht eine Komplementärgeschichte, nennt man das in der Literaturwissenschaft? Eine Komplementärgeschichte, die meisterhaft dargestellt wird. Und darum halte ich sie für authentisch, weil sie peinlich ist. Weißt du, wenn ein Volk seinen Anhängern peinliche Momente bringt, wirklich schmerzhafte Momente, die beschämend sind für einen so großen Mann, so ein Versager zu haben, so ein Stück Dreck wie diesen Gehazi, dann ist es für mich authentisch, denn das könntest du doch mit Leichtigkeit weglassen.
Du meinst doch nicht, dass, wenn ich ein Redakteur wäre, ich so einen Dreck reinbrächte. Du meinst doch nicht im Ernst, dass ich so eine Bandgeschichte, die schneide ich ab in 3 Sekunden. Du meinst doch nicht, dass ich das in das Buch der Welt hineinbringe. Nicht im Leben stecke ich das rein. Den Scheiß schneide ich doch raus, wenn er sich denn überhaupt mal abgespielt hat. Ist doch peinlich. Das ist doch selbst Nestbeschmutzung nennt man das. Nestbeschmutzung. Ist doch ekelerregend, dass dem Angestellten des Propheten sowas passieren muss. Er sagt, nein, ich will kein Geld. Lass den Scheiß, nimm den mit nach Aramäerland. Ich will das nicht. Und der kleine Angestellte hat es nicht kapiert, was der Meister will. Und stattdessen ist er besessen danach, betrügt noch seinen Meister, rennt nach ihm, der Elisha. Der Nachmann freut sich natürlich, weil er ihm ja was geben will. Aber das ist so widerlich, was da passiert. Und es zeigt uns, dass es auch in Israel kranke Menschen gab. Das ist so wichtig. Darum ist diese Komplementärerzählung so wichtig, weil sie zeigt, der eine wird geheilt von dem, was der andere nicht verstanden hat. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass Elisha ihm sagt, du geiler Hund, du gieriger Hund, du meinst doch nicht im Ernst, dass ich das nicht durchschaue, was du gemacht hast. Der lügt ihn an von oben bis unten. Der hat ja 2 Sünden begangen, die er lenkt. Erstens lügt er wie gedruckt und sagt, ich habe ihm einfach nur guten Tag gesagt. Und zum Zweiten nimmt er etwas an, wovon sein Meister ihm sagt, ich will das nicht, es geht doch nicht um Materialität, es geht um Spiritualität. Und das wird so fantastisch dargestellt hier, sagt er ihm das so schön hier. In Vers 22 lese ich mal auf Hebräisch vor. Vayomer Shalom Adoni. And he said, well, my man, genau, er sagt ihm noch Shalom, wobei er gerade nicht im Shalom ist, er belügt ihn ja, er ist ja gar nicht in der ganzen Zeit. Und er sagt ihm Shalom Adoni Shlachani Lemor, Hine Atase Bau Elai Shnei Ne'arim, Mehar Ephraim, Mibnei HaNevi'im, Nana Lahem Kikar Kesef und Shnei Chalifot Gadim. Weißt du, das ist so, wirklich so kumuliert ekelhaft. Erstens, er belügt seinen eigenen Herrn, Elisha, indem er entgegen seinem Wunsch, notierst du, zu dem Mann geht, das hat er nicht zu tun als Angestellter. Zweitens belügt er den Naaman, notierst du, sagt ihm, ich habe da 2 Männer, 2 Künder, die brauchen gerne etwas Geld, die sind arme, nackte Hunde. Und zum Dritten kommt er nach auf den Elisha, der ihn fragt, wo warst du denn auf einmal? Und erzählt ihm noch einmal, du, ich hab da gar nichts gemacht, wir haben uns guten Tag gesagt und unsere Augen angeschaut. Weißt du, das ist so grauenvoll, so furchtbar. Und das zeigt dir genau, Gerlind, was Aussatz bedeutet. Und darum sagt ihm Elisha, du hast selbst den Aussatz bewirkt. Das ist der Höhepunkt unserer heutigen Sendung. Du bist so gefangen, Gerlind. Du bist so widerlich, ekelerregend, stinkend gefangen in deiner eigenen Egomanie. Ich benutze wirklich dieses Wort, Gerlind. Egomanie, Ego-Verkrampftheit, dass du selbst dich in den Aussatz getrieben hast. Und darum sagt er ihm ja auch, du meinst doch nicht im Ernst, dass ich das nicht durchschaue. Und er geht dann auch in die Dunkelheit und versteckt das alles kurz unerbittlich, was dieser Gehazi, der Niedrigsichtige heißt das, der Niedrigsichtige, der Mann, der keine Vision hat. Und er geht dann in 24 in ein dunkles Loch und versteckt das, macht eine Tour, die wirklich scheußlicher nicht sein könnte. Und dann sagt er ihm deutlich, er meint, ich habe das nicht durchschaut. Natürlich habe ich das durchschaut. Und dann sagt er ihm in Vers 26, natürlich hat mein Herz dich gesehen. In Vers 26 ist ein schöner Ausdruck. Elisha, nachdem er zu ihm kommt und sagt, das ist alles in Ordnung. Wir haben uns nur unterhalten über die Augen, über das Wetter. Und er sagte, meinst du, du kannst mich in meinem Herzen betrügen? Das heißt, er will ihm sagen, in meinem Herzen habe ich doch alles durchschaut. Mein Herz sieht mehr als das Äußere. Er spürt ja im Herzen, dass der Mann im Herzen krank ist in seiner Gesinnung. Dem Mitmenschen und Gott gegenüber krank. Er macht Materialität zu Gott. Das ist der Punkt. Das ist genau das, woran Gerlind, der Naaman, krankte, wird er jetzt als Krankheit erleben. Das ist so, und noch dazu ein Jude, wie peinlich, ein Jude, ein Anhänger eines großen Propheten im Nordreich. Elisha war der große Mann nach Elia. Und sein eigener Bediensteter ist ein Versager, ein Schmutziger. Und er sagt ihm dann deutlich, mein lieber Freund, Bezerrat, ich lese vor 27, die Krönung der Geschichte. Bezerratne Amman, jetzt acht auf den Satz. Bezerratne Amman titbat becha, uwe sarachale olam, vayetzemina milfanav metzorach kashalim. Lies mal kurz 27 nochmal ganz pointiert vor, Gerlit. An dir und deinem Samen haftet jederzeit Naamans Aussatz. Er schritt hinaus von seinem Antlitz, aussatzweiß wie Schnee. Genau, und jetzt sag mir, dass du tief nachdenkst. Was fällt dir auf an der Formulierung im ersten Teil dieses Satzes 27?
Was fällt dir scharf auf, dass du hinterfragen möchtest? Ja, dass er sagt, und an deinem Samen, das heißt also an seinen Nachkommen, das ist praktisch eine Strafe, die über die Generation hinausgeht, Ja. aber es liegt, ist offensichtlich schon in dem Gehasi angelegt, dass Ja, er ja. so, ja, so tickt. Ja, richtig. Das heißt, da ist heute, nennt man das ja eine, in der Psychotherapie, die ich anwende, eine transgenerationelle Transmission, nennt man das. Eine transgenerationelle Transmission bedeutet eine generationsübergreifende Weitergabe. Das heißt, er spürt, der Mann ist so gefangen, in diesem kranken Denken Materialität anzubeten und um der Materialität willen alles zu tun. Du, das gibt er weiter. Du kennst doch das Thema ja auch in der Bibel. Das, Gott ahndet bis ins erste, zweite, dritte und vierte Geschlecht. Das ist Ja. nicht der böse Gott, der dich quält bis ins vierte Glied, sprich vierte Geschlecht, sondern es ist der Gott, der weiß, wenn du nicht gegensteuerst, sprich deine Kinder, werden deine Kinder diesen Geiz und diese Gemeinheit von dir übernehmen. Das ist das Bedenkte. Und das weißt du ja heute, wie oft wir schon darüber gesprochen haben, dass bestimmte Traumata vererbt werden an die nächste Generation. Das ist ja heute nichts Unbekanntes. Ich spezialisiere mich auf Traumatherapie. Und in der Traumatherapie wissen wir, dass ein Trauma in der ersten Generation natürlich in die zweite und dritte und zum Beispiel beim Holocaust schon in die vierte Generation geht. Das ist heute bekannt in der Holocaust-Traumatologie. Und auch wenn Sie an Serbokroatien denken, Bosnien, die furchtbaren Geschichten von vor 35 Jahren, das wird natürlich an die Generation weitergeben. Nicht, weil Gott das will, sondern weil die menschliche Seele, so wenig gegensteuern, so belastet ist durch diese Verbrechen, dass sie es automatisch an die Kinder weitergibt, so wie der Volksmund ja sagt, die über die Muttermilch ja Aspekte unserer Eltern und Großeltern weitergeben. Das heißt nicht, dass wir es nicht durchsprechen können. Aber Elisha sagte, wenn du nicht aufpasst, ich sage dir, es wird passieren, es wird passieren, du wirst es weitergeben, weil du so gefangen bist und nicht deinen alten Meister so behandelst, das sage ich dir, es wird passieren. Aber ich wollte dich noch um etwas bitten. Geh noch mal ganz an den Anfang, ganz an den Anfang von 27. Was fällt dir auch auf, Aber Gerlinde? 27. Der letzte Satz, den du eben hattest. Ja. Ja, er sagt eben, das ist der Aussatz von Naaman, der an ihm Ja, haftet. warum sagt er, was fällt dir da auf? Was könnte er nämlich auch sagen? Was könnt ihr ihm sagen? Ja, er könnte den Naaman ja weglassen, denn Aussatz Genau. ist ja. Ne? Genau, dann, Gerlinde, du bist brillant, Gerlit Meschulemet, das wollte ich hören. Warum sagt er nicht, Wetzerat dit Matbach, und du wirst Aussatz bekommen, du und deine Kinder, Punkt. Der Aussatz ist Aussatz, der wird doch nicht anders nehmen, wenn der von Naaman ist. Der Naaman hat doch nicht einen violetten Aussatz, er hat einen stinkgewöhnlichen Aussatz, keinen blonden, sondern einen violetten. Warum sagt er ihm, der Aussatz Naamans wird dir anhaften? Ja, weil das, also diese Verehrung des Materiellen, ne, Ja. das, wenn er da schon mit diesen vielen Dingen kam und so weiter, mit seinem Hofstaat, stand er ja, verehrte er eben auch das Materielle Ja. ganz Das heißt, gewaltig. er will ihm sagen, da verzahnt sich das Judentum mit dem Heidentum. Das ist auch Stichwort der Hauptmann von Kapernaum. Er will ihm sagen, wenn du dir einbildest, und das ist auch an die Leserschaft natürlich gedacht, des zweiten Buches der Könige, wenn wir Juden uns einbilden, wir seien etwas Besseres, dann ehren wir uns gewaltig. Dieser Aussatz Naamans, Zarat Naamans, diese Kleinkarriere, die er ursprünglich hatte, ich bin alles. Und ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß, vor wem ich mich zu verneigen habe. Diese Überheblichkeit, die hast du bekommen. Und im Wörtlichen steht, die wird dir anhaftet. Das heißt, wenn du so willst, kann er ihm sagen, das hat dich wirklich angesteckt. Das ist keine körperlich ansteckende Krankheit. Das Wort im Hebräischen steht wirklich, wird dir anhaften. Das ist das moderne hebräische Wort auch für anstecken. Das heißt, der Aussatz Naamans hat dich angesteckt, kannst du notieren. Nicht die Biologie, die reine Biologie, die Physiologie hat dich nicht angesteckt, das ist ja kein Infekt. Aber die Bibel will sagen, das Verhalten, das du bei ihm gesehen hast, das hat dich wirklich angesteckt. Wahrscheinlich hat er das gesehen, der kommt mit seinem Bomb und da sagt sich dieser kleinkarierte Mensch, das macht mich so eifersüchtig. Jetzt kann ich doch daraus etwas machen. Das hat ihn wirklich angesteckt. Anstatt dass er sagt, das wird sich nicht auszahlen, verstehst du? Gehasi hätte doch sagen können, es zahlt sich nicht aus, schau doch, was daraus geworden ist. Der Mann war doch reich. Verstehst du? Aber was hat der Reichtum bewirkt? Gar nichts hat der Reichtum bewirkt. Der kommt doch als kaputter Krüppel zu dem Elisha. Anstatt dass dieser Bedienstete merkt, das zahlt sich doch nicht aus. Was hat ihn denn all sein Reichtum genützt? Er war trotzdem ein kaputter Mann, den keiner mehr angefasst hat.
anstatt dass er das als Schlussfolgerung zieht und sich davon anstecken lässt. Lieber Gott, hilf mir, dass ich nicht geil, dass ich nicht gierig bin nach dem Mammon. Der Mammon hilft mir doch nicht. Der Mammon rettet mich doch nicht vor Aussatz. Das ist das Ansteckende dabei, dass du die Heidenwelt siehst und denkst, naja, da ist ja was Verführerisches. Die beten ihre Götzen an, da betet ja genauso ein Götzen an, durch dieses Theater da. Das steht doch ein Prophetenjünger gar nicht zu, der hat doch Gott anzubeten. Da siehst du mal, wie wir Juden auch gefährdet sind, von unserem Gottesdienst abzufallen. Das ist wirklich beschämend und doch belehrend, Gerlit. Beschämend und doch belehrend. Auch wir Juden sind nicht gefeit, mein schöner deutscher Ausdruck, gegenüber Überheblichkeit und gegenüber materialistischem Götzendienst. Dieser junge Mann war nicht gefeit. Sieht den anderen, ist geblendet, kann nicht mit seinem Meister darüber sprechen. Meister, ist das gut? Ist sogar bereit, götzendienerisches Werk zu nehmen. Ein Götze bringt, der Götzen bringt das ja mit. Ist ja kein jüdisches Eigentum. Noch dazu war es gar nicht für ihn gedacht, sondern es war gedacht für Elisha als Danksagung. Elisha hätte das wahrscheinlich Gott geben können. Elisha sagt, nein, das ist mir nicht angenehm. Du bist ein Götzendiener. Wer weiß, was du damit getrieben hast mit dem Geld, wem du das gestohlen hast, da oben in Aramäerland. Der will das nicht. Er will kein Geschenk von Heiden haben. Abgesehen davon, dass er sagt, ich möchte, dass du Gott verehrst, damit machst du mir eine größere Freude als mit diesem Dreck. Ich brauche diesen Quatsch nicht, da gehört ja eh Gott und ich gehöre Gott, also brauche ich keine Materialität. Mein Besitztum ist meine Verbundenheit mit Gott, das ist auch eine Lehre, die er vermittelt. Und der jüdische Angestellte fällt genau in diese Falle hinein und das Judentum und die Lehre der Bibel zeigt, dann kriegst du genau das, was du innerlich ausdrückst. Du kriegst das gespiegelt, beziehungsweise spiegelst das, was dir passiert. Es gibt nebenbei, übrigens, das will ich noch zum Schluss einflechten, in der weiteren Geschichte in Elishas, eine Erwähnung, wonach Elisha den Gehasi wieder trifft. Und da sagt der Midrasch, den kennst du ja, der jüdische Kommentar, dass Gehasi so niedergeschmettert war durch diese Erfahrung, dass er wirklich in die Knie ging und sagte, Meister, bitte, Ego te absolvo, bitte sprich den Satz zu, ich habe es verstanden. Ich möchte nicht, dass meine Kinder auch leiden. Und er soll den ganzen Dreck abgegeben haben. Er soll diesen Unsinn losgelassen haben, verkauft haben, den Armen gegeben haben, was er ja gestohlen hat, und in sich gegangen sein. Das ist eine kleine Ehrenrettung für diesen so geschlagenen Mann hier, weil man in einer späteren Lesung bis Kapitel 13, zweites Buch Könige, sieht, dass er sich wieder trifft mit seinem Meister, sodass sie sozusagen wieder Gspusi sind, Verbündete. Und da sagt der Midrasch, er habe es verstanden, das habe aber nicht in diese Geschichte gepasst und er habe bitter, bitter, bitter bereut. Aber das Fazit ist, und es steht ja da, er wurde weiß wie Schnee. Und das Interessante ist, wenn die Bibel das beschreibt mit Schnee, hat das ja auch, möchte ich zum Schluss sagen, auch eine Doppeldeutigkeit. Denn du weißt, es gibt ja bei Jesaja die Konnotation, wenn eure Sünden so sind wie Scharlach, werden sie weiß werden wie Schnee. Jesaja 1 steht das. Und damit will ich sagen, Schnee hat auch eine Ambivalenz. Einerseits ist es ein Bild von Jesaja, so weiß, so rein zu sein wie Schnee. Rein, auch in den Schneewittchen ist ja auch eine schöne Frau mit Haut, so schön wie Schnee. Andererseits hat es aber auch die Negativkonnotation, du bist unerbittlich. Dein Fleisch ist so weiß, ist so undurchblutet, dass man sich sagt, der Mann ist doch unerbittlich. Da stimmt doch was nicht. Da hat doch gar kein Blut mehr in den Gefäßen. Und es ist ja wirklich ein Hautschwund, die Haut zerfällt, weil sie nicht mehr durchblutet wird. Und Blut ist ja der Lebenssaft. Das heißt, diese Doppelkonnotation, die lese ich als Fachmann auch heraus. Seine Haut, bei Ezechiel von mit Zorak der Schalk, und da ging vorhin mal raus, mit Haut weiß wie Schnee. Den Schnee hätte man ja weglassen können. Das spielt ja an. Du hättest dir das ersparen können, mein Lieber. Du hättest dir das ersparen können, den gesamten Zirkus, wenn du mit mir offen gesprochen hättest und mich gefragt hättest, ob das Geld dir zusteht, dann hätte ich dir gesagt, mach das nicht, das ist Sünde. Und von dieser Sünde ist Gott bereit, dich zu befreien, wenn du das tust. Das heißt, die Haut wurde weiß wie Schnee, unappetitlich zerfallen. Und dennoch ist die Konnotation dahinter, wenn du wirklich zu Gott zurückkehrst, wird Gott deine Sünde, die ja der Krankheit zugrunde liegt, weiß wie Schnee machen. Diese Ambivalenz, diese feine Anspielung, die kriegen Sie nur raus, wenn Sie das Hebräische kennen. Und das wollte ich heute Abend mit Ihnen besprechen, mit dir gerne und mit allen Freunden und Freundinnen in YouTube. Nämlich, Aussatz ist immer eine Haltungsstörung. Und auch viele andere Krankheiten nebenbei gesagt. Aussatz, sprich diese Zerrat, dieses bös bedrängt sein, ist Ausdruck einer falschen Haltung. Und weißt du, du kannst aus der Sicht der Bibel wirklich dankbar sein, dass du die Krankheit bekommst, weil sie dich spätestens zwingt, dich zu korrigieren. Siehe Naaman und Gehasi, laut dem Midrasch, der ja laut, wie gesagt, dieser Deutung gelernt hat, es tut mir so weh, ich möchte das ändern. Und die Bibel sagt uns ja, es liegt an dir.
Verstehst du, dieser Aussatz kam nicht heruntergepurzelt von Gott. Die Bibel nennt uns offenkundig, was zum Aussatz führt bei dem syrisch-aramäischen Feldherrn, seine Überheblichkeit, seine Grandiosität, seine Maßlosigkeit, die heruntergestuft werden muss, und bei Gehasi seine ebenfalls Überheblichkeit, die er gar nicht nötig hätte. Er war ja ein großer Prophetenkünder, er hätte sich den Zirkus ersparen können. Er war ein sehr angesehener Mann, wird ja vorher beschrieben. Und wenn er das gelernt hätte, hätte er sich das ersparen können. Kurzum, die Haltung muss korrigiert werden. Und über diese Haltungskorrektur kannst du die Krankheit in so gut wie allen Fällen als Gottes Wunder geheilt bekommen. Noch Bemerkungen deinerseits? Ja, nein, einfach, ich kann einfach nur sagen, ich finde es immer wieder grandios, wenn du diese Geschichten auslegst. Da ist eine solche Tiefe und eine solche Fülle vorhanden, die, ja, die unglaublich ist. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja. Großen Dank, liebe Gerlin, großen Dank, liebe Freunde und Freundinnen. Es war wieder so spannend und ich merke, es ist so faszinierend, wirklich, es ist so faszinierend, mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Es gibt uns so viel Freude. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit auch an mich wenden, direkt über meine WhatsApp-Nummer, nenne ich wieder einmal 0049 176 966 77911 und meine Vorträge. Sie können sich ja meine Serie mit Gerlin, die immer größer wird, anschauen. Und ich bin Gott sehr dankbar. Ich möchte Gott wirklich ganz herzlich danken, dass ich diese Gabe haben darf, aus alten Geschichten neue Botschaften, die heute nicht aktueller sein könnten, herauszuarbeiten. Großen Dank für deine Geduld, Gerlin. Ich freue mich so gut auf nächste Woche. Ja, Shalom und aus Israel. Shalom. Shalom.